Hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe von Mein Verstehen leicht gemacht vom 27. März 2021. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich zu dieser Episode und damit zu einem neuen Interview aus meiner Reihe auf ein Glas Wein mit und in diesem Fall mit Matthias Hager, seines Zeichens biodynamischer Winzer aus Mollands im Kammtal. Ja, nach einer kurzen Vorstellung von Matthias und seines Betriebes sprechen wir etwas über die Besonderheiten und Eigenheiten des Kammtals als Weinbauregion. Und der Hauptteil dieses Interviews ist dann die Verkostung von 6 Weinen aus dem spannenden Sortiment von Matthias. Es geht los mit einem Petnat, einem Petillon Naturel aus grüner Veltliner aus dem Jahr 2018. Dann geht's weiter, wir bleiben bei der Rebsorte, mit dem grünen Veltliner Mollands 2019, also sowas wie ein Ortswein, in diesem Sinne klassisch vergoren, aber eben biodynamisch. Dann geht's weiter mit grüner Veltliner Alte Reben 2014, einen schön gereiften grüner Veltliner, den ich sehr spannend fand. Dann kommt der Riesling Pur 2014, dabei handelt es sich um einen Orangewein, auch dieser war sehr, sehr spannend. Und die 5. Flasche, die wir aufmachen, ist eine autochthone Rebsorte aus Österreich, etwas sehr Rares und Spezielles, nämlich Blauburger, ebenfalls aus dem Jahr 2016. Und last but not least gibt es dann noch den Zweigelt Pur, ebenfalls aus dem Jahr 2016. Bevor wir loslegen mit dem Interview, möchte ich euch noch darauf aufmerksam machen, das nächste Online-Weinseminar, also eine Gruppenveranstaltung mit gemischtem Auditorium, findet am 11. April, das ist ein Sonntag um 16 Uhr statt. Dort geht es dann darum, Wein kaufen leicht gemacht. Also ihr erfährt in diesen knapp 2 Stunden alles Wesentliche, wie ihr euch im Handel besser zurechtfindet und orientiert und letztendlich den passenden Wein für euren Anlass finden könnt. Dieses Online-Weinseminar könnt ihr auf meiner Seite buchen für 39 Euro. Die 3 Weine, die ich verkoste, könnt ihr auch ganz leicht bei mir mitbestellen für 49 Euro ohne Versandkosten. Des Weiteren möchte ich nochmal Werbung machen für meine Facebook-Gruppe. Dort sind mittlerweile knapp 300 Leute online. Das ist der perfekte Ort, um sich mit mir und den anderen Hörern über Wein auszutauschen. Und dort bekommt ihr natürlich auch immer die neuesten News und Updates aus der Weinverstehen leicht gemacht Welt. Die Facebook-Gruppe heißt natürlich genauso wie mein Podcast Weinverstehen leicht gemacht. Einfach auf Facebook suchen und finden und dann eine Mitgliedschaftsanfrage an mich stellen und die werde ich dann sofort natürlich annehmen. Ansonsten an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis für meine Clubhouse-Runde. Der Weintisch ist um 20.15 Uhr jeden Dienstag geöffnet. Dort treffen sich Hörer, Weininteressierte, Weinbros, Weinnerds und Harddrinker oder wer auch immer was über Wein fragen möchte oder sich darüber austauschen möchte, ist herzlich eingeladen. Auch dieser Raum heißt Weinverstehen leicht gemacht und am besten folgt ihr mir auf Clubhouse mit meinem richtigen Namen, Florian Bold. Dann werdet ihr, sobald der Raum eröffnet ist oder eingerichtet ist, informiert. Ansonsten würde ich noch ganz gern von euch wissen, ob ihr Interesse hättet, mit mir eine regelmäßige, kostenlose, kurze und knappe Weinprobe zu machen. Ich stelle mir es ungefähr so vor, dass wir einen Termin ausmachen, finden, abstimmen, wo die meisten können und dann wir uns ganz einfach beispielsweise über Instagram oder Facebook zusammenschalten an einem Termin eben und besprechen dann dort ein oder zwei Weine, entweder die ich auswähle oder die ihr vorschlägt oder die einfach leicht zu bekommen sind. Wer dazu Lust hätte, der meldet sich vielleicht einfach bei mir auf einen der Kanäle oder wird wie gesagt Mitglied in meiner Facebook-Gruppe und schlägt dann einen Wein vor beziehungsweise schreibt dann einfach hier. Ich werde dort auch nochmal eine Umfrage einrichten, wo man dann abstimmen kann. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel
zu berichten, was schon berichtenswert ist. Hinter den Kulissen bin ich noch fleißig am Organisieren. Ich habe noch die ein oder andere Idee, euer Weinerlebnis zu verbessern. Ansonsten bleibt mir nur noch mal darauf hinzuweisen, wenn ihr Lust habt, zu Geburtstagen beispielsweise oder anderen Familienfeiern oder in eurem Freundeskreis einfach eine moderierte Weinprobe buchen wollt, dann findet ihr diese Möglichkeit natürlich auch auf meiner Homepage, die ich in den Shownotes noch verlinke, weinprobe.live oder weinverkostung.live. Dann könnt ihr mich buchen für eure moderierte Weinprobe. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Matthias Hager aus dem Kammtal. Ja, liebe Hörer, ich freue mich, euch Matthias Hager vorzustellen. Heute geht es ja weiter mit unserem Weinthema österreichischer Wein und ich begrüße eben Matthias Hager aus unserem ersten österreichischen Winzer in meinem Podcast, Matthias Hager, seines Zeichens Winzer im Kammtal, und ich habe ihn vor einiger Zeit beziehungsweise seine Weine bei mir in meiner Weinrunde beim Weinkonvent in Hohenkammer schon mal kennengelernt und sein gemischter Satz hat mich sofort angesprochen und da habe ich mich dann eben bemüht, mit dir, lieber Matthias, ein Interview auf die Beine zu stellen, wo du dann freundlicherweise sofort bereit warst. Und hast uns ja auch 6 Weine zur Verfügung gestellt, wo ich mich schon mal recht herzlich dafür bedanken möchte und wo ich auch dann sehr drauf gespannt bin. Grüß dich, Matthias. Servus. Ja, hallo aus Mollands Kammtal. Matthias, jetzt vielleicht zum Einstieg mal ganz grob, wie bist du denn zum Winzer gekommen, bevor wir klären, wo Mollands und das Kammtal in Österreich überhaupt liegt? Bist du in zweiter, dritter Generation Winzer oder bist du quasi die erste Generation, die damit angefangen hat? Ja, also so wie bei uns halt viele Betriebe halt wirklich, also unser Weingut gibt schon 5, 6, 7 Generationen, wir wissen es gar nicht mehr ganz genau, okay. War halt früher mehr gemischter Betrieb, also auch Landwirtschaft und Tierhaltung. Und das ist halt jetzt auch wieder in Zukunft vielleicht ein Thema mit Biodiversität und biodynamisch. Also wir haben jetzt auch wieder ein bisschen Tierhaltung angefangen. Das heißt, da hast du jetzt quasi schon gleich den Nagel auf den Kopf getroffen, nämlich was mich an deinen Weinen so fasziniert hat, war eben, dass sie biodynamisch erzeugt werden und du ja auch Demeter zertifiziert bist. Wir hatten ja schon mal eine Podcast-Folge letztes Jahr im Mai mit einem biodynamischen fränkischen Winzer, wo wir ja schon im Rahmen meines Podcasts ein bisschen Einblick in diese Welt quasi oder Weltanschauung, kann man ja fast schon sagen, bekommen haben. Und das ergibt natürlich hochgradig Sinn, wenn man in so einem ganzheitlichen Hof mal gearbeitet hat, also wo der ganze Kreislauf quasi noch geschlossen war, dass man dann wahrscheinlich noch eher auf die Idee überhaupt kommt, biodynamisch zu wirtschaften. Kam das aus der Ecke, dass das quasi so ein ganzheitlicher Ansatz war, wie früher der Hof schon bewirtschaftet worden ist? Also jein, also es war ja dann bei uns im Zuge des Restaurantsbau. Also mein Bruder hat, wir haben vor 15 Jahren gemeinsam ein Heurigen-Restaurant gebaut am alten Keller, mitten in den Weingärten mit schöner Aussicht übers Kammtal. Und da sind wir durch Zufall durch unseren biodynamischen Berater dann auf Tyropolie Freilandschweine gekommen und war halt wirklich, oder ist halt wirklich super. Also rund um das Lokal sind dann 10 so Freilandschweine. Ist halt wirklich auch für die Leute schön zum Angreifen und Also es ist ein Streichelgehege oder wie muss man sich das vorstellen? Bitte? Es ist ein Streichelgehege oder wie muss genau. man... Genau, ja, also so 2 Elektro-Kabel sind so die Absperrung und kann man aber ruhig reinkraxeln und reingreifen, also sind sehr zutraulich. Wie groß sind die Schweine? Ja, so von je nach Zufall, also gibt dann auch die Babys und bis zu 2 Jahren, also bis zu 100, 120 Kilo. Wow, okay. Ja. Aber da müssen schon gutmütige Tiere sein, oder? Wenn dann die. Ja, man, das Einzige, der Eber ist ein bisschen, da soll man nicht zu nahe kommen, aber der ist eh nicht immer da. Jetzt haben wir keinen eigenen. Okay. Der darf dann immer
auf Kur kommen zu uns. Okay, sehr gut. Aber es ist bestimmt eine tolle akustische Untermalung, oder? Wenn man da auf eurer Terrasse sitzt und draußen rumlaufen die Fackel rum und ja, total spannend, ja. Und die Leute lieben es von der Stadt. Das glaube ich. Mit Kindern und so weiter. Und was macht, also welche Bedeutung haben die Schweine jetzt für dich als Winzer? Benutzt ihr quasi die, ich sage jetzt mal, den Kot oder die Abfälle oder was sonst so anfällt? Das ist leider jetzt nicht wirklich möglich, weil es ja 100% Freilandhaltung ist und dadurch also nur die Flächen, so circa 1,5 Hektar, die dann eben so Wechselwirtschaft betrieben wird. Also ist eher so, also mit dem Kot so wird wieder Getreide eben angebaut, also da von der Nutzung her eher dann als Fleisch und für den Tourismus eben, also für die Leute zum. Aber die Idee, glaube ich, jetzt bei der Biodynamie, also ja, als Kreislauf war, glaube ich, schon ein bisschen so, was ich gelernt habe, dass die Idee schon ist, dass quasi auch der Dung, den man dann erzeugt, die sogenannten Präparate, ja, am besten schon auf dem eigenen Hof entstehen soll. Ja, aber in Wirklichkeit, der Weinbau kommt ja mit seinen eigenen Ressourcen gut aus. Also richtig düngen muss man eigentlich gar nicht, weil der Wein ja eher liebt, wenn es ein bisschen karger ist. Und eben mit der Leguminosen und der Gründüngung im eigenen Weingarten ist es eigentlich ausreichend. Dann haben wir ein bisschen Dresdern, also die ausgepressten Trauben. Und ja, also von dem her. Da, aber die Tierhaltung, da geht es eher mehr um das Lebendige und das Wesenhafte, dass man eben auch Tiere im Verbund hat. Dann haben wir eben beim Haus haben wir noch 3 Schafe, auch für die Kinder ein bisschen zum Streicheln. Sehr gut. Und da ist halt das Projekt, die Idee, dass eben, dass man nicht zu viel mähen muss im Weingarten, also dass die Schafe das Gras abfressen. Ja, super. Das heißt, eure Heckenwirtschaft, würde man es auf Deutsch sagen, in heurigen Schenke, die findet, wie heißt die? Weinbeißerei, und ihr habt da auch wahrscheinlich, also man findet die sicherlich auch auf eurer Internetseite mit entsprechenden Bildern, ne? Das, genau, ja, Website und alles, ja. Das, liebe Hörer, verlinke ich natürlich euch, dass ihr möglichst einfach dann auf die Seite von der Weinbeißerei beziehungsweise von Matthias Weingut auch kommt. Das heißt, da habe ich es jetzt richtig verstanden, ihr wart nicht von Anfang an biodynamisch zertifiziert, ihr habt irgendwann die Entscheidung getroffen, dann den Weg zu gehen. Genau, also gleich nach der Lokaleröffnung, so 2006 haben wir umgestellt, zuerst auf biologisch und dann eigentlich gleich, also 2008 sind wir dann gleich auf, haben wir angefangen, die Präparate zu verwenden, die biodynamischen, und eben 2010 waren wir dann das erste Jahr Demeter zertifiziert auch, und ja, jetzt da eigentlich schon 10 Jahrgänge. War es ein harter Kampf? Hast du es ab und zu bereut? Oder wie schwierig war die Umstellung? Nein, bereut haben wir es nie, weil es einfach auch der Bruder sehr stark und in der Familie alle diesen Weinstil so lieben und auch keinen anderen mehr sich vorstellen können. Drum, natürlich in der Umgebung, weil doch teilweise in Österreich, so wie in Deutschland, sehr stark halt Jungwein geprägt ist, da wir halt da in der Biodynamie das vielleicht nicht so gut verfolgen kann. Das ist halt manchmal in der Umgebung teilweise halt nicht verstanden worden gleich. Aber jetzt zum Beispiel auch mit der jetzigen Situation hat sich auch das Bewusstsein viel stärker geändert, auch mehr auf Gesundheit und so zu achten. Und dadurch, glaube ich, auch biodynamische Produkte viel gefragter jetzt auch in Zukunft sein werden. Also, ja, in der Weinbranche, glaube ich, kann man schon sagen, dass biodynamisch erzeugte Weine schon ein Trend sind, der die letzten Jahre an Fahrt aufgenommen hat. Also aus München kenne ich es jetzt halt auch nur zum Beispiel die Messe Biodün, die ja in dem schönen Straßenbahndepot jedes Jahr stattgefunden hat, zumindest vor Corona. Und ich glaube, du sagst es genau richtig, das Interesse ist einfach am Wachsen nach wie vor, auch nicht so unrecht, finde ich. Also
Es ist natürlich immer ein Stück weit eine Glaubenssache, ob man jetzt an den Zusammenhang der Gestirne als Beispiel jetzt einfach mal genannt glaubt. Aber ich denke, jeder, der zumindest nicht konventionell wirtschaftet, hat Anerkennung und Achtung dafür, seinen zusätzlichen Arbeitsaufwand, den es ja meistens bedeutet, ja, sehr verdient. Ne? Da muss ich jetzt kurz mal unterbrechen. Ja. Kommen wir schon fast zur philosophischen Geschichte gleich, ja. Weil wir, oder ich ja immer behaupte, oder dem allgemein wird so behauptet, dass halt biodynamisch immer noch mehr Aufwand ist und mehr Arbeit. Und das stimmt. Also da bin ich immer totaler Gegner, weil ich finde ja, die Biodynamie ist ja, wenn sie nachhaltig ist und sie ist nachhaltig, wird es immer weniger Aufwand. Mhm. Weil das System in sich mehr selbst arbeitend ist. Also umso weniger man eingreift, umso mehr man die Pflanze in ihren Eigenheiten belässt, umso weniger muss man eigentlich eingreifen. Und ja, also wir sagen, umso besser das System funktioniert, umso weniger Aufwand wird es dann. Also das ist ein bisschen eine Anschauungssache. Natürlich wird meistens es so präsentiert, dass eben Biodynamie viel mehr Aufwand ist, aber das will ich, gefällt mir nicht so. Also ich bin eher, okay, wir sagen so, eher auch im Keller speziell kontrolliertes Nichtstun. Ja. Ist so mehr ist weniger und diese Leitsätze halt. Natürlich gehen die Erträge im Weingarten ein bisschen zurück, aber das will man ja auch für im Qualitätsbereich. Aber wir sehen das schon so, dass wir, glaube ich, weniger Aufwand haben wie, also weniger Arbeitsaufwand, natürlich mehr Gefühl, mehr Einfühlungsvermögen. Das ist natürlich schon mehr wie jetzt im klassischen Weinbau. Ja, also auf anders gesagt, wenn die Natur im Gleichgewicht ist, hat sie gewisse regulative Kräfte, mit denen sie sich selber im Balance hält und Krankheiten bekämpft, und je mehr das halt quasi mit industriellem Weinbau oder künstlichen Pflanzenschutzmitteln aus der Balance gebracht ist, desto mehr muss man halt auch wieder quasi gegensteuern und macht es halt immer mehr unnatürlich. Ne? Jetzt im Weingarten zum Beispiel, da gibt es ja auch aus Geisenheim die Versuche, die ja wirklich gut gemacht sind, dass eben das Wachstum ein bisschen schwächer ist im biodynamischen. Und also nicht so intensives Wachstum bedeutet auch gleichzeitig weniger Arbeitsaufwand. Zum Beispiel das Gipfeln, also der Grünschnitt, ist im Biodynamischen immer viel weniger wie jetzt konventionell zum Beispiel. Also von daher gibt es schon einige Arbeitsschritte, die eigentlich wegfallen. Okay, ja. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, das fand ich schon mal sehr spannend, dass dir der Weinstil, der biodynamische Weinstil schon immer gut gefallen hat oder mehr zugesagt hat wie Mainstream, mal so gesagt. Und ich hatte das in meinem Podcast auch schon öfters diskutiert, ist denn Biodynamie schmeckbar im Wein? Ja? Und da ist jetzt, muss man einige Sachen, glaube ich, ein bisschen auseinanderhalten. Weil zunächst mal ist ja auch die Zertifizierung, glaube ich, aber da kannst du mich sehr gerne korrigieren, bezieht sich ja zunächst mal eigentlich auf den Anbau, auf die landwirtschaftliche Seite, wenn man so möchte, von der Weinerzeugung, oder? Genau, das ist einmal der Basisbereich und auch Demeter Österreich zum Beispiel, weil jedes Land hat ja eigene Kellerrichtlinien. Und wir haben damals, war ich auch schon dabei, 2006 die ersten Kellerrichtlinien auch schon definiert, wo dann auch wirklich im Keller die Verarbeitung auch schon geregelt war. Ah ja, okay. Also Österreich ist ein bisschen vorgeprescht und auch nach wie vor noch immer eigentlich die restriktivsten Regeln, Richtlinien also in Europa hat. Und die Deutschen bummeln ein bisschen hinterher. Ja, aber es ist auch durchaus okay, weil es ja irgendwie auch eine andere Situation überall gibt und ist jetzt gar nicht zu verurteilen, sondern ist ja gut, wenn jedes Land es auch auf sich abstimmt.
Klar, also ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, europaweite Regeln aufzustellen, die dann überall Sinn machen. Das ist wahrscheinlich gar nicht möglich, ne? Na, ist ja gar nicht wirklich notwendig, weil die sich auskennen, wissen eh die Unterschiede und die nicht. Das spielt auch Nein. keine Rolle. Ja. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine Info, die mir gar nicht so bewusst war, dass eben der Demeter auch quasi bei der Weinerzeugung, bei dem Einsatz der Kellertechnik auch quasi Vorgaben macht. Und damit sind wir genau bei dem Punkt, wo ich eigentlich den besonderen Geschmack von biodynamisch erzeugten Weinen eigentlich herleite, ist eigentlich weniger aus dem Anbau, wenngleich da viele Winzer auch bei dem Gespräch, was ich im Mai hatte, schon sagen, dass der naturnahe Weinberg schon auch eine gewisse Note, wiedererkennbare Note, in den Wein bringt. Aber die besondere Geschmacksrichtung von diesem biodynamischen Wein kommt eigentlich meiner Meinung nach, oder war ich bisher der Meinung, eben durch die Art und Weise, wie der Wein dann letzten Endes auch erzeugt wird. Also Stichwort Spontanvergärung, vielleicht auch Ja. weniger Schwefeln. Das sind natürlich schon Aber Arbeitsschritte, die geschmacklich sehr großen Einfluss nehmen, oder? ja, das stimmt natürlich. Muss dir recht geben, aber ich würde schon eher als Ganzes sehen, weil wenn ich jetzt im Weingarten normal arbeite und dann im Keller alles weglasse, das funktioniert halt nicht. Weil so habe ich nämlich angefangen, 2002. Also wirklich im Keller dann auch schon Spontangärung und so zu probieren. Und auch viele andere Sachen wegzulassen. Und habe aber gemerkt, dass nicht wirklich stimmig war. Und dann bin ich eben drauf gekommen, dass es eben wichtig ist, dass man zuerst den Weingarten anfängt. Weil ich brauche halt die vielen Vitalstoffe und auch die Tannine und auch die innere Reife, damit ich dann auch im Keller alles weglassen kann. Also das jetzt nur auf den Wein, auf den Keller zu reduzieren, ist mir zu wenig, weil ich brauche eben die Vitalstoffe vom Weingarten, sonst kann ich nicht die Minimalvinifizierung durchführen. Also es Ja. ist schon ganz wichtig, das Ganze zu sehen. Ja, da kommt auch der Ansatz so ein bisschen her, sage ich mal, das Ganzheitliche zu sehen. Und das war zum Beispiel, also der Winz, mit dem ich da gesprochen habe, war Christian Deppisch. Kennst du den zufällig? Ist mir jetzt noch nicht Das bekannt. kennst du nicht, okay. Und der hat es eben auch gesagt, dass das Gärverhalten gerade jetzt in der Spontangärung für ihn sich auch ganz anders darstellt, weil der Most einfach auch gesünder oder natürlicher, lebendiger ist, auch Genau. er viel weniger Probleme hat mit Steckenbleiben der Gärung und auch die Weine viel länger reifen können und vielleicht Genau. sogar sollen. Und auch die Weine, auch zum Beispiel, wenn sie geöffnet sind, auch länger in Shape, ich weiß, sagt man da auf Deutsch, in Form bleiben, also auch geöffnet für Genau, 2, 3 Tage länger noch ausgezeichnet schmecken, was bei vielen konventionell erzeugten Weinen, gerade im fruchtbetonten Weißweinbereich, ja oft nicht so der Fall ist, ne? das kann ich nur bestätigen. Darum, wie ich eben am Anfang gesagt habe, dass eben so diese Jungweingeschichte halt dann nicht mehr einfach nicht zum Konzept passt. Du bist in Mollands zu Hause, also Kammtal ist den meisten Hörern wahrscheinlich ein Begriff, aber vielleicht kannst du uns mal kurz abholen, wo sich das Kammtal so in Österreich befindet. Genau, Kamptal ist jetzt so 70 Kilometer nördlich von Wien, also Richtung tschechische Grenze. Also Krems ist auch sehr bekannt, Krems an der Donau, Wachau, das ist so 15 Kilometer von uns entfernt und so dann Richtung Norden, also von Krems eigentlich Nordosten. Und wir sind so das kühlste Eck vom Kamptal, also Mollands. Es liegt so auf so einem Hochplateau auf circa 330 Meter. Und auch gleich bei uns ist auch dann die Weinbaugrenze, wo dann mehr der Wald und so beginnt. Und der große Vorteil ist eben jetzt mit der Klimaerwärmung, dass eben die kühlen Winde dann doch bei uns schon noch kommen, wo es woanders dann schon ausbleiben. Also der nächstgelegene größere Ort, den jetzt zumindest die Hardcore-Wein-Enthusiasten kennen, ist Langenlois. Da Genau. gibt es ja einige
sehr bekannte Winzer ja auch, die, sag ich mal, auch deutlich über die österreichischen Grenzen hinweg bekannt sind. Und ja, ich habe es mal gerade nachgeschlagen auf Google Maps. Also tatsächlich von der Donau ein ganzes Stück weg. Wie lange fährt man bis zur Donau von dir aus? Ja, so 15 Minuten. 15 Minuten. Kilometer. Okay. Und du hast es schon angesprochen, die kühlenden Winde. Generell liegt das Kammtal noch im Einflussbereich von der pannonischen Tiefebene? Oder? Ja, das ist durch der Kamp, läuft dann so in die Donau hinein und da kommen eigentlich drei Klimazonen zusammen. Mhm. Also eben so das Pannonische, das Kontinentale und das dritte, fällt mir jetzt nicht ein, aber. Vielleicht kommt es nachher noch. Genau. Und auch vom Boden her kommen auch drei so Bodenzonen zusammen. Gesteinsarten. Also, was habt ihr da am Boden? Also sehr viel Glimmerschiefer, also Granit, Gneis und dann eben Löss, nicht so viel, aber doch ein bisschen und eben dann Löss-Lehmmischungen und auch dann ein paar tonige, lehmige Geschichten. Also sehr große Vielfalt an Böden. Ja. Die eben durch diese drei verschiedenen Einflüsse zustande kommen. Okay, super. Das heißt, wenn ihr jetzt noch im Einfluss oder im Randbereich von pannonischem Klima seid, das sorgt dann wahrscheinlich eben für eine überdurchschnittliche Wärme in Bezug auf die Höhe, die ihr habt und vielleicht auch den Breitengrad. Also genau. Da profitiert er wahrscheinlich dann von einem sehr warmen, vielleicht auch trockeneren Klima. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, zeigt sich jetzt bei euch auch schon, dass im Zuge der Klimaerwärmung das hier und da in dem einen oder anderen Jahrgang vielleicht langsam auch zu viel werden könnte. Genau, das haben wir eben auch erst lernen müssen, dass man wirklich auch schon dann doch auch rechtzeitig anfängt zu ernten. Gerade auch wenn man weniger Ertrag drauf hat, dann muss man wirklich auch rechtzeitig ernten. Also gerade eben 2018 war es wirklich sehr heiß und die früheste Ernte ever. Also wir haben da am 17. August schon begonnen, zum Glück. Aber wir haben trotzdem immer noch eine schöne Säure, also von dem her. Ja, aber die Tendenz, wenn man das so Jahr für Jahr abträgt, wann der Lesezeitpunkt war, muss man schon einfach feststellen, das ist jetzt nicht nur im Kammtal so, sondern weltweit. Abgesehen von dem Trend, dass viele Winzer, glaube ich, jetzt generell wieder dazu übergehen, ein bisschen früher zu ernten, um vielleicht auch in Deutschland, würde man jetzt sagen, so eine Kabinettstilistik vielleicht bekommen, ja, oder eine knackigere Säure. Also, aber allein wegen Wetter oder wegen Klima ist ja die Tendenz eindeutig nach vorne. Ne? Genau, aber der große Vorteil in der Biodynamie, dass man eigentlich auch mit eher niedriger Reifentrauben auch harmonische Gerbstoffe und schöne Stilistik zusammenbringt. Das ist eigentlich der große Vorteil, weil es einfach physiologische Reife schon früher eintritt. Mhm. Und die Waldkante, die man jetzt eben auf dem Satellitenbild auch sieht, die sorgt dann eben auch dafür, dass eure Nächte dann bei entsprechender Windrichtung auch schön abkühlen. Genau, ja. Dass da eine gewisse Knackigkeit der Trauben trotz warmer Tagestemperaturen dann trotzdem erhalten bleibt. Genau, das ist so vom Zwettl, ist so einer der kühlsten Orte von Österreich. Okay. Da kommt so immer der Wind rein von Tschechien. Ja, genau. Und das Kammtal, wie ist so, sage ich mal, weißt du zufällig, wie viel Erzeuger es dort gibt, wie viel Wein dort erzeugt wird? Also so hektarmäßig um die 4000 Hektar und Erzeuger, ich glaube 600, die Flaschen abfüllen. Wow. Okay. Aber was spannend ist, wir haben auch sehr große Dichte an biologischen Betrieben, also ich glaube schon über 20%, also sicher über den österreichischen Durchschnitt. Und auch die eigentlich fast alle bekannten Weingüter, größeren in Langenlois, sind auch schon umgestiegen. Mhm. Biologisch beziehungsweise auch biodynamisch. Denkst du, dass da das trockene, warme Klima das begünstigt? Weil ich sag mal ganz pauschal gesagt, je trockener das Wetter ist, desto weniger muss man halt machen vielleicht? Ja, könnte man auch so sagen. Aber ich glaube eher, dass schon einfach
viele Weingüter eben auch gemerkt haben, dass die Weine viel spannender werden, viel lagerfähiger auch und also nur aufs Klima jetzt zurückzuschließen. Ja, oft ist es eher andersrum, dass man halt das als Gegenargument hört, dass jetzt Deutschland zum Beispiel nicht so prädestiniert ist, weil es einfach zu viel regnet. Ne? Das ist aber, glaube ich, eher so. Ich würde jetzt gar nicht so sagen, Deutschland, glaube ich, auch, ist ja auch bei den 15%. Also sicher bei 1000 mm Niederschlag ist dann schon noch spannender, wahrscheinlich. Aber jedes Gebiet hat halt seine. Bei uns ist dann halt die Trockenheit wieder das Thema, wo man halt auch dahinter sein muss. Bewässert ihr bei euch? Also wir haben 10% der Flächen haben bewässert, aber es ist eher auch sehr sanfte Bewässerung und wir bauen in Zukunft auch keine neuen Bewässerungen mehr. Also es ist für uns auch nicht der richtige Ansatz. Also was bestehende Anlagen sind, das lassen wir weiterlaufen. Eben wie gesagt, es ist auch nicht so ein starker Eingriff. Weil es ja so, sind ja so Bewässerungsgenossenschaften, wo zum Beispiel alle 2 Wochen der Weingarten nur drankommt. Ah, okay. Und das dann jetzt kein großer Wassereinfluss ist, dass jetzt irgendwie man sagen könnte, die Weine werden verwässert oder so. Aber eben neue bauen wir keine mehr. Ja, das heißt, da geht es letzten Endes schon darum, dass man so eine gewisse Wasserkonkurrenz spürt oder in Zukunft auf sich zukommen sieht, dass man da einfach das portioniert und dass halt alle zum gleichen Zug kommen und vielleicht auch die Abwägung Pflanze oder Mensch so ein bisschen im Hinterkopf spürt. Nein, so weit ist noch nicht zum Glück, aber wir sehen das halt so, dass halt auch Jahrgangscharakter ein bisschen verwässert wird und auch Terroir. Also im Sinne von ja, also bewässern. Mineralität meinst du, dass der Boden stärker niederschlägt in den Weinen? Okay. Genau, also Weine, die nicht bewässert werden, natürlich viel bessere Mineralität zeigen und mehr Konzentration auch, mehr Intensität. Kann man denn da die Reben? Diese Bewässerungsgeschichte kommt eigentlich nur, dass man, wenn man ja irgendeinen Weinstil in der Vergangenheit nachläuft, der ja eigentlich halt nur in manchen Jahren möglich ist. Und das ist ja aber nicht der richtige Weg, weil der Geschmack muss sich ja nach dem Klima anpassen, nicht andersrum, genau. Ja. Kann man also wir wollen ja den Jahrgang und das Klima zeigen. Ja, aber das ist ein spannender Punkt, auf den komme ich gleich nochmal. Aber ich wollte noch fragen, kann man denn die Reben ein Stück weit entwöhnen von der Bewässerung? Weil letzten Endes ist es ja auch eine Frage, wie tief die Rebe wurzelt, also wie unabhängig sie wird vom Oberflächenwasser. Na, wichtig ist auch eben, wie man bewässert, zum Beispiel, dass man auch nicht oft in kleinen Dosen bewässert, sondern eher also lange Pausen und dafür dann mehr. Ah, okay. Das ist ganz wichtig, weil dann zwingt man die Wurzeln nicht in die Höhe. Also wenn man oft und wenig bewässert, dann wachsen die Rebwurzeln nur mehr an der Oberfläche und das ist nicht so gut natürlich. Ah ja, siehst du, weil ich hatte jetzt aus meiner Ausbildung so mitgenommen, dass Tröpfchenbewässerung, was ja genau das nämlich ist, eine kontinuierliche oberflächennahe Bewässerung, das Nonplusultra ist, weil es eben so effizient ist. Ne? Aber das stimmt schon. Aber das ist ja dann so ein bisschen das argentinische Bewässerungsmodell, würde ich mal sagen. Also da ist es ja so, dass die durch die Nähe der Anden einfach riesige Speicherseen haben und dann wird einmal im Monat oder wie oft es nötig ist, dann das Tor aufgemacht, dann wird alles geflutet, dann ist es unter Wasser und dann lässt man es wieder 4 Wochen in Frieden. Ja. Okay, ne, habe ich noch nicht zugehört, aber spannend, ja. Ja, wenn wir auf dein Weingut nochmal zu sprechen kommen im Detail, was hast du denn für einen Rebsortenspiegel bei dir im Weingut? Ja, also so eben klassisch fürs Kamptal natürlich, also grüne Veltliner, Zweigelt und Riesling, wo man eben beim Zweigelt weniger Rotwein machen, sondern mehr Schaumweine und Rosé. Mhm. Also Rotwein eher nur 10% und dann halt eben den Riesling, der wirklich sehr gut auch auf den Urgesteinsböden passt.
wo es ja wirklich notwendig ist, dass der karg ist. Weil grüne Veltliner, okay, den kann man überall, also kann man, aber der ist mehr, passt sich mehr an, aber der Riesling ist da am zu kräftigen Boden einfach nicht so, auch in der Bewirtschaftung schwieriger mit Botrytis und so weiter, was beim grünen Veltliner dann sich anders auswirkt, okay. aber Riesling ist bei uns immer am Urgesteinsboden, also. Was würdest du sagen, jetzt aus deutscher Sicht, muss ich das natürlich fragen, was glaubst du, was insgesamt die Rebsorte mit dem größeren Qualitätspotenzial ist, der grüne Veltliner oder der Riesling, oder kann man es gar nicht vergleichen? Nein, also ich würde jetzt das nicht vergleichen, weil beides auch natürlich seine Berechtigung hat und auch meistens die Jahrgänge dann sich ergänzen, wenn der Veltliner besser ist, der Riesling schwächer und umgekehrt, also von dem her sind es eigentlich sehr konträre Rebsorten und darum auch beides seine Berechtigung hat. Und was zum Beispiel auch jetzt angedacht im Betrieb wird, in Zukunft vielleicht auch so Cuvée zu machen mit Riesling und Grüner Veltliner, dass ja eigentlich eher überhaupt nicht jetzt gemacht wird, aber eigentlich Sinn machen würde. Okay, kannst du das erläutern, warum es jetzt wirklich Sinn macht? Manche heiße Jahrgänge, zum Beispiel der grüne Veltliner, die Säure etwas fehlt und dann zu plump wird. Und beim Riesling halt umgekehrt, bei halt sehr kühlen Jahrgängen dann meistens zu filigran wird. Und das könnte man dann schön ausgleichen. Ja. Also ich finde es deswegen so spannend, weil ich es häufig in Blindverkostungen erlebt habe, dass je nachdem, wie der einzelne Wein dann gemacht ist, natürlich, Klammer zu, aber dass manchmal grüne Veltliner rein sensorisch, geschmacklich vom Riesling oft gar nicht so leicht zu unterscheiden ist. Ne? Also klar, das Pfefferl, da kommen wir dann wahrscheinlich später eh noch drauf. Aber wenn das nicht so ausgeprägt ist und der grüne Veltliner ein bisschen puristischer daherkommt mit einer knackigen Säure, dann geht schon, also sind sie sich nicht ganz unähnlich, kann man, würde ich zumindest sagen. Ne? Ja, weil dann auch manchmal natürlich das Boden stärker rauskommt und dann die Sorte ein bisschen in den Hintergrund tritt. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr wollt quasi den Jahrgang schmeckbar machen. Ihr strebt es an, große Jahrgangsschwankungen zu haben, beziehungsweise das, was halt das Jahr, die Jahrgänge in der Abfolge als Schwankungen mitbringen, soll schmeckbar sein. Das wollt ihr ein bisschen herausarbeiten. Und deine Erwartungshaltung war jetzt, wenn ich es richtig zusammenfasse, dass sich der Mensch quasi der Natur da ein Stück weit unterordnet oder auf sich jeden Fall, ja. Jetzt ist es so, wie ich viele Weintrinker kenne, tun die sich da aber ein bisschen schwer damit. Genau, darum gibt es ja auch Podcasts, ne? Weil es ja auch eben natürlich am Anfang als Konsument schwierig ist, das zu verstehen. Aber das ist der einzig nachhaltige Weg ist, auch für alle. Und auch im Zeichen der Weinqualität, weil nur wenn ich den Jahrgang richtig zulasse, dann kann es auch ein großer Wein werden. Weil wenn ich, sobald ich versuche, irgendwo herumzuschnitzen und irgendwas imitieren oder in ein Korsett zu drängen, wird es vielleicht ja ein gefälliger, trinkbarer Wein, aber nie ein Wein mit Persönlichkeit. Ja, das ist halt auch. Und da hat auch dann, Entschuldigung, das ist richtig, aber da hat dann auch der Konsument was davon. Also jetzt nur, nicht nur, weil ich mir das so einbilde, sondern auch für den Konsumenten eigentlich. Ich sag mal so, da gibt es natürlich schon auch die große Demarkationslinie, die ich da immer gerne ziehe, ist einfach der Unterschied zwischen handwerklich erzeugten Weinen, das muss jetzt nicht unbedingt biodynamisch sein, aber eben kleinskalig, handwerklich,
und auf der anderen Seite eben dann die industriell erzeugten Weine. Und dort gibt es natürlich schon eine ganze Reihe von sogenannten Markenweinen. Ich nehme als Paradebeispiel immer ganz gern den Yellowtail aus Australien zum Beispiel. Da wird natürlich schon relativ viel Aufwand betrieben, damit die Weine auch jedes Jahr wirklich gleich schmecken, ja, weil es schon eine große Käuferschicht gibt, die, wenn einmal ihnen ein Wein geschmeckt hat, gerne auf Nummer sicher gehen, sage ich mal so. Ja, vielleicht so ein bisschen die Herangehensweise, wie man es vom Bier her kennt. Also wenn ich jetzt einmal Augustiner trinke, dann erwarte ich, dass der Kasten auch in 10 Jahren wieder so schmeckt. Ja, und wir sind schon jetzt irgendwie draufgekommen, umso älter die Weine werden, umso ähnlicher rücken sie zusammen und umso mehr der Jahrgang fast in den Hintergrund tritt, weil durch das Nicht-Eingreifen sie dann irgendwie doch auch in Balance sind und dann eigentlich auch irgendwann dann doch wieder ähnlich schmecken, spannenderweise. Mhm. Also sicher im Jungweinstadion spürt man dann vielleicht einmal die Restsüße ein bisschen in trockenen Jahren, aber wie halt die Fachleute wissen, dass die Restsüße dann durch die Reife eigentlich ein bisschen in den Hintergrund tritt und zum Beispiel von der Mineralität dann aufgewogen wird. Und dann, ja, würdest du sagen, dass, um nochmal auf das Kundenverhältnis jetzt von deinem Betrieb oder von deinen Weinen zu sprechen, hast du das Gefühl, dass deine Weine für viele erstmal erklärungsbedürftig sind? Oder war das mal so und es hat sich jetzt gelegt? Oder, Also wir haben ja 3 verschiedene Linien. Eben die blaue ist so die Einstiegslinie mit Schraubverschluss. Mhm. Und die ist eigentlich auch so konzipiert, dass die auch schon an jeden schmecken soll. Und auch meistens schmeckt. Natürlich ist der Natural-Stil spürbar, weil wir ja, da die Weine ja im Keller, bevor sie auf die Flasche kommen, eigentlich das meiste oder viele Schritte auch durchmachen müssen. Zum Beispiel fast bei allen Weinen auch biologischer Säureabbau, das ja beim Weißwein halt nicht so üblich ist. Mhm. Aber sobald du mit wenig Schwefel arbeitest, ist ja das der einzige Weg, um wirklich auch stabile Weine auch zu machen. Mhm. Gut, jetzt hast du deine Linien schon angesprochen. Also, liebe Hörer, wir verlinken das ja sowieso, wenn ihr jetzt da rein auf der Tonspur und den Überblick verliert. Also, bei dir geht's los mit der blauen Linie. Was kommt dann? Genau, die braune Linie ist so das Erdverbundene und das Holz sind so das braune Element. Mhm. Mehr für Lagerfähigkeit, mehr Intensität und auch dann schon mit teilweise natural Ansätze. Also Holz, jetzt mal grob gesagt, man findet dort Holzfass ausgebaute Weine, genau. Weiß wie rot auch. Genau, und auch dann mit Kork verschlossen. Okay. Heißt. Ah ja, da wollte ich nochmal so drauf sprechen kommen, aber das passt ja jetzt perfekt. Wie stehst du denn generell zu den Flaschenverschlüssen? Verschlüssen, ja. Also wir haben da jetzt doch relativ klare Linie, eben bei unseren Linien das auch durchzuziehen. Also blau ist eben Luft und Wasser. Das heißt so die leicht beweglichen Elemente. Auch soll sich auch dann im Wein widerspiegeln mit eher schneller, leichter trinkbar. Mhm. Also was sich schneller auch bewegt. Und blau auch so das kühle Element, was dann auch für den Schraubverschluss, für den Stahl spricht. Und da eigentlich bei der blauen Linie immer wieder Schraubverschluss verwenden. Und dann ab der braunen Linie und bei der roten Linie haben wir dann auch immer nur den Kork einfach. Mhm. Weil es einfach für die Tanninreifung sehr wichtig ist, dass man ein bisschen Lufteinfluss hat und damit man da schöne Textur und Reifung zusammenbringt. Mhm. Mhm. Dann die rote Linie, du hast das gerade schon angesprochen. Das ist dann, kann man schon sagen, das ist deine Premium-Linie quasi dann. Ja, ein Premium. Ja, natürlich Premium-Linie, aber ich will es halt so über die Farbe erklären. Mhm. Also Rot, so das Königliche, also ist in der Natur eher sehr selten, kommt eher sehr selten vor. So das Purpurrot auch, das war eben die königliche Farbe. Und auch noch zusätzlich Rot
also Achtung, Gefahr. Mhm. Also weil jetzt wirklich dann auch so Hardcore-Natural-Weine sind, die dann halt wirklich anders schmecken. Und damit man eben da ein bisschen sensibilisiert wird. Sagen wir mal nicht Warnfarbe, sondern Signalfarbe, um das genau, ein bisschen positiv auszudrücken. Genau. Sehr gut. Also auf jeden Fall klar, Rot, auch die Farbe des Bluts hat natürlich einfach, glaube ich, auch so tiefenpsychologisch einfach immer einen gewissen Wert oder besonderen Stellenwert. Und dann sehe ich gerade noch, dann gibt es noch die Edelmetall-Linie. Genau, das sind dann die Süßweine und auch Weine, die zum Beispiel, da haben wir einen grünen Veltliner, der 68 Monate auf der Feinhefe war, der ist dann der Edelmetall-Linie zugeordnet. Wahnsinn. Also das heißt, ihr macht dann da Batonnage oder lässt ihr den dann ganz im Frieden? Eigentlich großteils vielleicht einmal im Jahr oder so, dass wir Batonnage machen. Aber eher so, dass es eher in sich reift, weil es da verschiedene Schichtungen im Fass gibt, die dann auch wieder spannend sich entwickeln. Jetzt lese ich da gerade Zweigelt Eiswein. Ich bin ja so eine Süßweintante. Ne? Ich stehe da total drauf. Das große Dilemma ist einfach, dass man da viel zu selten Gelegenheit hat, finde ich, die zu trinken. Man scheut sich immer, was kein Problem ist, weil sie ja biblisches Alter erreichen können, aber trotzdem schiebt man es immer vor sich her und wartet auf den passenden Moment, dass man mal wieder ein Fläschchen aufmachen kann. Aber Eiswein ist natürlich was ganz Besonderes, was wir ja in dem Podcast auch schon behandelt haben. Wie oft gelingt der bei euch? Ja, also wir haben eigentlich noch nie ein größeres Problem gehabt mit Eiswein, weil ein oder zwei Tage gibt es immer, die kalt sind, auch wenn es dann erst im Jänner ist. Also bis jetzt haben wir es immer schon noch geschafft. Und wir eben auch da von der Lage her sehr gut geeignet sind, weil es da eben schneller kühl wird bei uns. Und wir halt immer mit der Sorte Zweigelt machen, die sich halt irrsinnig toll eignet, weil sie auch halt so diese Pfeffrigkeit mitbringt. Also es dann auch irgendwie noch spannend ist, wenn es süß ist. Mhm. Und eben auch vom Gebiet her mit der doch höheren Säure und nicht so überreife, ideales Anbaugebiet für Eiswein sind. Aber eignet die sich auch deswegen besonders gut, weil sie nicht so krankheitsanfällig ist? Genau, das auch. Und die Stiele zum Beispiel vom Zweigel sind sehr robust. Ist ja auch wichtig, dass die Trauben dann nicht abfallen. Mhm. Dass wir eben manchmal das Problem im Riesling haben. Ja. Mit der Stilllehme. Ja, und noch dazu kommt, dass eben so diese Rosé und Eisweine halt in Übersee oder speziell in New York sehr gefragt sind momentan. Mhm. Und das ist halt schon sehr, sind wir schon sehr erfolgreich, also mit diesen Zweigelt-Eiswein. Ja, aber ist tatsächlich, ich hatte das auch besprochen, warum Rosé-Eisweine oder rote Eiswein eigentlich von der Idee her fast nicht herzustellen sind, weil man eben relativ schnell abpressen muss und eben nicht das Eis schmelzen haben möchte und damit natürlich nur einen sehr kurzen Schalenkontakt hat. Genau. Und deswegen sich einfach nicht viel Farbe bei der Eisweinerzeugung rauslösen lässt. Aber Zweigelt an sich ist ja schon eine sehr farbintensive Rebsorte, ja, so dass da schon ein bisschen was mitgeht dann, ne? Ja, es geht schon ein bisschen was mit und so mittelfarbintensiv würde ich ihn jetzt einschätzen. Okay. Und das mit Alter, dann geht das dann so ins Rostbraune. Also da nähern sie sich ja eh dann wieder an, ne? Die weißen und roséfarbenen Eisweine. Da, ja, genau. So ab 40 Jahren kann man es wahrscheinlich gar nicht mehr unterscheiden. Ja, wahrscheinlich, dann, was genau. Ursprünglich war. Das heißt, ihr habt schon eine Lage, wo ihr quasi jedes Jahr drauf setzt, dort Eiswein zu machen? Nein, jedes Jahr nicht, aber jedes zweite bis dritte Jahr. Okay, aber das, wenn ich es richtig durchspiele, gedanklich, dann muss die Entscheidung ja spätestens im September fallen, genau, ob man es macht oder nicht, oder? Genau, also schon sieht man dann nach Bedarf, ist einer wieder, braucht man im Lager, also man schaut einmal im Lager, ob noch genug da ist, wenn nicht, dann macht man wieder mal ein Eiswein. Also ich schaue jetzt gar nicht zum Jahrgang, weil es... Und auch natürlich, ob es größere Ernten sind, eher in größere Ernten macht man dann eher Eis, wenn man doch ein bisschen mehr
zur Verfügung ist. Zum Beispiel letztes Jahr wäre einer geplant gewesen, aber war dann die Ernte doch relativ klein und dann haben wir dann doch entschieden, keinen zu machen. Okay, dass er halt dann von den normalen Weinen in Anführungszeichen einfach das noch mitnimmt und da ein bisschen mehr Produktionen zu haben. Ich würde noch mal ganz gerne darauf zu sprechen kommen, wie die Kunden dich finden, beziehungsweise wie du die Kunden findest. Ich würde mal sagen, jetzt die Heurigenwirtschaft wird da sicherlich ein zentrales Element spielen, genau. Auch der Tourismus wahrscheinlich. Genau. Aber nochmal im Zusammenhang mit der Erklärungsbedürftigkeit von biodynamischen Weinen. Bist du viel unterwegs? Machst du Online-Weinproben oder wo kann man auf dich treffen quasi? Also wir zum Beispiel natürlich, einer der wichtigsten, hast du schon angesprochen, die Weinbeißerei als auch die Position, also der Standort, der auch den Abhofverkauf, wo der Abhofverkauf auch stattfindet, das natürlich auch sinnvoll ist mit dem Essen und so weiter in Kombination. Und auch was halt für uns ganz wichtig ist, oder wo wir halt mit wenig Aufwand eigentlich sehr erfolgreich waren, also generell im Export halt eben vor 10, 15 Jahren einfach dieser Weinstil viel gefragter war, wie jetzt zum Beispiel in Österreich und Deutschland. Darum haben wir in Deutschland noch ein bisschen Aufholbedarf. Und jetzt mit unserem neuen Partner, Dirk Eulenbach, war ja wirklich jetzt da, ist ja noch Luft nach oben, sage ich mal so. Ne? Okay. Ja, also, Dirk Eulenbach, um das für die Hörer nochmal kurz zu erklären, also meine österreichischen Hörer, die wenden sich am besten direkt an dich, Matthias, beziehungsweise über deinen Online-Shop, den er ja, wie gesagt, verlinkt in den Shownotes findet. Und für die deutschen Hörer ist quasi der Importeur nach Deutschland Dirk Eulenbach mit seiner Firma Noctua Rivum, der quasi für dich den Import und den deutschen Markt quasi bearbeitet. Ne? Den süddeutschen speziell natürlich. Genau. Ja. Und da bin ich ja auch letzten Endes dann in der Sortimentspräsentation von Dirk dann eben ja auch auf deine Weine gestoßen. Mhm. Aber wir waren stecken geblieben, was dich umtreibt, wie du deine Kunden findest. Ja, also wir haben jetzt in den letzten Jahren zum Beispiel diese Raw-Weinmesse gemacht von der Französin Isabelle Chéron. Genau. Mhm. Und das war halt auch, waren auch zwei Messen in den USA, Berlin und London. Aber sonst sind wir jetzt nicht so, die permanent irgendwo herumreisen, weil es gar nicht notwendig war oder der Betrieb halt jetzt auch nicht so groß ist oder auch nicht so im hochpreisigen Segment. Und unsere Philosophie ist halt, also eher so im mittleren Bereich zu sein und dafür auch nicht zu viel Werbung zu machen, weil es muss ja auch alles wer bezahlen und ich bin auch gerne am Weingut und muss ja da auch die schauen, dass alles funktioniert und kann nicht nur dauernd unterwegs sein. Aber beim Thema Messe denke ich natürlich jetzt in Corona-Zeiten in erster Linie an Absagen. Wie hast du versucht, die Weinmessen dann auszugleichen, abzufedern, die abgesagten? Ja, was zum Beispiel jetzt schon natürlich sehr stark war, war Facebook und Instagram. Da haben wir sehr viele Anfragen auch von neuen Händlern auch darüber bekommen. Und dann eben im Klassischen wird dann halt die Proben verschickt mit Paketdienst. Und ja, und sonst haben wir jetzt auch halt so Online-Tastings auch ausgeschrieben, die auch sehr gut besucht waren. Macht mir auch wirklich Spaß, weil der große Vorteil ist halt, man sitzt zu Hause und ja. Ja, ich bin ja hauptberuflich in der Luftfahrt tätig und unser allergrößter Angst ist, dass sich die Leute am Zuhause hocken zu stark gewöhnen. Nein, also die Gefahr besteht bei mir eh nicht, aber man schaut halt, dass man es auch positiv sieht. Ja, klar. Und nicht jetzt immer nur herumjammert, ich wäre gern dort und da, sondern einfach das einmal genießt.
mehr von zu Hause zu machen. Ja. Aber natürlich freuen wir uns schon wieder, wenn wir mal wieder vor allem Hotels und Restaurants wäre ja, mal absolut. So der Anfang. Muss genau. Ja nicht gleich das Fliegen sein. Ich meine, wäre auch schön, aber weil ich reise ja, also Fliegen tue ich schon auch sehr gerne. Gerade meine Übersee-Geschichten sind auch immer wieder total spannend und horizonterweiternd. Ja, aber da werden wir nur ein bisschen warten müssen, Chat, befürchte ich fast, dass wir da genau, ja. wieder zum Zug kommen werden dann. Aber eben nochmal kurz zu der Geschichte, weil auch mit anderen Winzern schon gesprochen, es war halt schon gut, wenn man jetzt die letzten 10 Jahre wirklich viel für den Weinstil und die in der Naturalrichtung investiert hat. Weil wir sehen halt, wir haben voriges Jahr trotz Corona eben trotzdem auch ein leichtes Umsatzplus gehabt. Und das zeigt mir schon, dass wir am richtigen Weg sind. Und also trotz minimaler Kundenbetreuung auch eigentlich trotzdem die Umsätze noch doch gestiegen sind. Also die Arbeit, die wir die letzten 10 Jahre halt gemacht haben, die ist halt jetzt in der Krise belohnt worden. Ja. Ja. Wie groß ist denn dein Betrieb? Also wie viel Hektar also hast momentan du Flaschen? Bewirtschaften wir so 15,5 Hektar und ca. 70.000 Flaschen im Durchschnitt. Hört sich jetzt nicht viel an für die Fläche, ja. Aber in Österreich ist ja das anders, weil die Standräume größer sind wie in Deutschland. Also wir haben also fast die Pflanzdichte meinst du? Damit? Genau, die Pflanzdichte ist ja ein Drittel weniger, weil ja die Lenz-Moser-Erziehung so das Konzept anders, also ein bisschen mehr auf weitere Standräume ist. Ist aber durchaus in der Biodynamie und biologischen Bewirtschaftung auch teilweise ja gute Vorteile hat, weil ja die Pflanze mehr Platz für andere Pflanzen hat. Also man bringt mehr Diversität in den Weingarten, weil wenn es zu eng ist, dann hat man auch wieder mehr Gefahr mit Mildau und ja. So, dass so die Feuchtigkeit drin so sich hält. Weil bei uns, bei den breiten Standräumen, geht der Wind halt immer schön durch und trocknet schneller ab. Das heißt, wenn ihr jetzt eine geringere Pflanzdichte habt, habt ihr dann mehr Reben oder Augen pro Pflanze? Genau, ja. Ja. Also der Ertrag dann umgerechnet pro Flächeneinheit schon niedriger ist. Ist schon niedriger dann ja, trotz allem. Weil ja immer pro Zeile halt, weil du kannst ja dann nicht mehr Triebe platzieren, sonst wird es ja zu dicht. Und noch dazu kommt, dass wir im Betrieb auch größtenteils sehr alte Weingärten haben und da auch natürlich der Ertrag niedriger ist. Ja, teilweise auch Pflanzen fehlen, die dann sich auch auswirken. Wollt ihr vergrößern oder seid ihr jetzt erstmal? Ich glaube, das passt jetzt eh gut, ja. Ja, gut, du, dann würde ich sagen, jetzt reden wir ja fast schon eine Stunde, dann wird es mal Zeit für die Praxis, würde ich genau, sagen. Genau, super, ja. Dann, wir haben ja einiges vor, noch jetzt im praktischen Teil. Du hast ja eine tolle Auswahl rausgesucht und zur Verfügung gestellt. Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, weil ich kenne bisher, also damals bei der Verkostung mit dem Dirk, hat man nur den gemischten Satz in zwei verschiedenen Jahrgängen. Ich glaube, das war 17 und 18, meine ich. Da war der Unterschied schon deutlich, aber da bin ich jetzt einfach sehr gespannt. Und wir fangen an mit deinem Petnat. Und bevor, ich mache ihn jetzt zwar schon auf, aber Matthias, bevor wir den probieren, musst du natürlich erstmal erzählen, was Petnat heißt und was das Besondere daran ist und warum du es denn überhaupt machst vielleicht. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ja, Petnat ist so die Abkürzung für Petillon naturel, also französisch, das heißt prickelnd natürlich. Das ist so der ursprüngliche Schaumwein eigentlich in Frankreich, der einfachere.
um es nicht abzuwerten, aber bei uns im Betrieb ist es halt meistens ist es halt so. Und das Spannende, der große Unterschied zur Methode traditionell oder Methode Champagne ist, dass der Wein am Ende der ersten Gärung schon abgefüllt wird. Das ist der große Unterschied eben. Also um es zusammenzufassen, auf den Punkt zu bringen, es ist ein Schaumwein, der nur mit einer Gärung entsteht und keine Zweitgärung durchmacht. Genau, du hast es genau am Punkt gebracht. Und das ist auch das Besondere, glaube ich, wo dann die Challenge bei der Produktion steht. Also Naturschaumwein heißt er auf Deutsch, dass man dem Moment dann sehr genau abpassen muss, wann man den Deckel quasi zumacht. Oder das genau, ist eigentlich der Trick. Das ist der Trick und auch dann halt wichtig, glaube ich, für uns und auch für die Lagerfähigkeit und auch mit wenig Schwefel dann auch auszukommen, sind auch steinige Böden, wo das dann wirklich auch besser funktioniert. Ja. Und dazu kommt natürlich durch die fehlende Zweitgärung zwei ganz wesentliche Aspekte, die auch den Konsumenten auffallen oder was sehr augenscheinlich ist. Zum einen, dass die natürlich auch die 1,5% zusätzlichen Alkohol fehlen, die man jetzt bei der normalen Schaumweinproduktion hat. Das heißt, wir haben hier einen alkoholschwachen Schaumwein, was ja total im Trend liegt, weil viele ja immer mehr Leute wollen immer weniger Alkohol im Wein. Und dieser Vertreter hat jetzt auch nur in Anführungszeichen 10,5, was aber für die Methode en central, wie es ja, glaube ich, auch genannt genau, wird, ja. Völlig normal ist, weil eben genau. Nur eine Gärung stattfindet. Ne? Ja, genau. Das Zweite, was auffällt, und das ist, glaube ich, das, was dann erklärungsbedürftig ist, zumindest beim ersten Mal, da die Weine ja dann auch nicht mehr degorgiert werden, sprich die Hefe wird nicht gesammelt und abgezogen, haben die Weine auch alle eine gewisse Trübung, was zumindest jetzt... Genau, also wir machen es schon, dass wir eben bewusst eben nur schlampig degorgieren, damit eine Resthefe auch drinnen bleibt, also die dann auch frisch halten soll. Mhm. Aber das ist schon, sage ich mal, jetzt das, was als erstes eigentlich auffällt von allen. Ja, dass er leichte Trübung auch hat, ja. Genau. Und wundert das die Leute dann? Sagen die dann, habe ich noch nie gesehen oder kennen die dich schon so gut oder ist das schon so Trend mittlerweile, dass es bekannt ist? Ja, also sie stimmt manche, aber da ich nicht so oft Verkostungen mit Natural Wein Anfängern habe, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Kannst gar nicht sagen, ne? Wenn ich dann doch mehr mit den Fachleuten zusammenkomme. Ja, macht auch mehr Spaß. Vielleicht da mal die ein oder anderen Aspekte halt auch mal bis zum Erdmittelpunkt durchzusprechen, ist ja, finde ich, schon immer eine schöne Abwechslung, also wie immer wieder dieselben Fragen gestellt zu bekommen. Ja, also meine Frau macht zum Beispiel lieber halt die Privatkunden und haben eine schöne Aufteilung im Betrieb. Mhm. Ja, ich habe ein Geschenk gerade auch schon. Kronkorken, du hast den Kronkorkenverschluss gewählt, ist aber gerade für die Art und Weise auch sehr typisch, ja, sehr genau. Typisch, genau. Ja, und wichtig auch für Deutschland natürlich, dass er unter 3 Bar hat, auch wegen Schaumweinsteuer. Und da müssen wir wirklich schon genau aufpassen, dass wir ihn nicht zu süß abfüllen, damit er nicht zu viel Druck erzeugt. Mhm. Mhm. Also das ist eben der grüne Veltliner auch wieder speziell vom steinigen Boden, also Klimaschiefer. Mhm. Und man spürt auch schon die Flaschenreife, das ist Jahrgang 2018, ist durchaus schon ein sehr ruhiger, ausbalancierter Schaumwein. Ja, also als ich ihn eingeschränkt habe, was als erstes sehr aufgefallen ist, aber was ich auch erwartet habe, war eine sehr ausgeprägte Hefearomatik. Also ja, genau. Ein Hefeteig habe ich da gerochen, Brioche, also sowas in die Richtung. Das hat er jetzt relativ schnell abgelegt und jetzt kommt vielleicht so eine Apfelnote, vielleicht so eine was Apfelweinartiges, kommt ja, ein bisschen eine schöne Frische. Auch ein bisschen zimtig auch. Also zimtig, ganz gut, ja.
Ja. Also nicht so diese klassische Jungwein-Fruchtigkeit, sondern eher schon mehr zum gereiften Schaumwein geht der schon hin. Ja, also Zimt trifft es perfekt. Das ist vielleicht aber das, was man jetzt im Stillwein dann ganz gerne mit dem weißen Pfeffer oder dem Pfeffer beschreibt. Das ist schon diese ja, ich meine, man riecht ja keine Schärfe, aber das ist das, was man aromatisch mit Pfeffer oder genau. Zimt verbindet. Vielleicht ein bisschen Nelke kann ich mir auch reindenken. Nelke auch, ja. Ja, spannend, super. Dann probieren wir jetzt endlich mal. Also sehr süffig. Ja. Das ist auch das Erste, was man feststellt. Wirklich so für Leute, die einfach wirklich so harmonische Schaumweine lieben. Also nicht so die, was dann schon im Magen stechen, die Säure schon irgendwie alles aufbrennt. Dann wirklich so ein, geht schon fast so in die Cava-Richtung auch, also auch mit der Mineralität und das Weichere. Weil Champagne ist ja eher säurebetont. Aber so von der Stilistik her fast so eher, und speziell auch vom Jahrgang, muss man sagen. Weil es dann schon sehr mild war eben. Ja, also harmonisch rund kann man auf jeden Fall sagen. Süffig, ich finde ihn vor allem vom Körper leicht. Und man merkt auch den geringen Alkohol. Also das geht, wie soll ich sagen, hat fast schon was Saftartiges. Also man merkt gar nicht so sehr, dass es Alkohol stimmt, hat. Es hat einfach einen sehr guten Trinkfluss. Ja. Und am Gaumen würde ich vielleicht nochmal sagen, kommt auch was Herbes noch dazu. Vielleicht ein bisschen Stroh, würde ich sagen. Ja, kann man auf jeden Fall so sagen, ja. So eine Stroharomatik. Was Flintiges, so nasser Stein habe ich auch. Das auf jeden Fall. Das ist immer sehr stark beim Grüne Veltliner, wenn er vom Urgestein oder vom Klimaschiefer kommt. Also auf jeden Fall ein sehr komplexer Wein. Was ich spannend finde, ist, dass er, wenn man drauf achtet, sehr viele Nuancen und Seiten zeigt. Aber er halt auch ein leicht zugänglicher Wein in dem Sinn ist, dass er einfach Trinkspaß macht und einen gewissen Trinkfluss hat. Und den man einfach wegen dem geringen Alkohol und der Süffigkeit auch ohne viel Nachdenken einfach trinken kann, der jetzt Spaß macht. Wo ich mich halt durch diese Heunote einfach jetzt an einen sehr warmen Sommertag erinnert fühlen, wenn man da irgendwo auf einer Weide hockt, so auf dem Strohballen Brotzeit macht, da kann ich mir das jetzt sehr gut vorstellen. Ja. Super. Aber er hat schon eine Komplexität. Also es sind keine aufdringlichen Aromen, das ist schon etwas Elegantes, Filigranes, wo man sich schon ein bisschen einlassen muss, auch finde ich. Ja, genau, es ist sicher doch was für. Oder wenn man muss auch diesen bekömmlichen Stil auch eben suchen und mögen. Also wenn man so die grasigen Jungweine gewohnt ist oder Frizzante, die halt dann schnell, dann ist das schon eine ganz andere Richtung. Ja. Aber da gibt es ja ewig Sand am Meer. Genau. Beliebig, nichtssagend, in der Auswahl Fruchtig nicht halt, so entscheidend. Ja. Was man vielleicht noch zum Petnat generell sagen muss, ist, dass die Mousse, die Perlage eher verhalten ausfällt. Du hast es schon angesprochen, eher weniger Druck. Das heißt, die ist schon feinperlig, aber natürlich nicht so lang anhaltend, wie man es jetzt von Champagner-Verfahren kennt oder so. Genau, das ist ja fast eben nur halb so wenig Kugel eigentlich wie beim Sekt oder Champagner. Weil beim Sekt Champagner hat man ja so zwischen 4,5 und 6,5 Bar Druck. Und das macht halt dann die Hälfte weniger Kugel. Aber eben wir sehen, oder wenn ich mit meinen Händlern rede, weil ich ja auch überlegt habe, die Petnats mit mehr Druck zu machen, aber die meinten alle, gerade das schätzen viele an Petnat, weil es nicht so viele Kugel hat. Weil viele Leute auch die, wenn es zu viel schäumt im Mund, dann auch unangenehm ist. Jetzt bin ich noch drüber gestolpert auf die Ursprungsbezeichnung.
Du hast jetzt hingeschrieben, Bio-Perlwein. Perlwein, klar, hat man schon das Thema Druck. Genau. Da läuft es aus Perlwein. Aber aus Österreich. Gibt es ja, für Petnatz keine Klassifikation, Kamptal? Das ist oder? Komplett ein No-Go. Also darf nur Österreich oben stehen. Ja, ist irgendwo. Aber das Thema hatte ich mit dem Weingut Deppisch eben auch. Der 2/3 seiner Weine muss er als Landwein Main klassifizieren, weil er auch die Geschmacksprüfung nicht besteht. Genau. Und das gar nicht anstreben, also muss man nicht anstreben. Aber da ist ja auch viel im Gespräch und viel auch noch in Bewegung, also da wird sich sicher in Zukunft einiges ändern. Aber ist halt momentan noch alles in Bewegung. Was man jetzt, wenn man ein bisschen mehr getrunken hat und so im Abgang, merkt man auch so einen gewissen Grip auf der Zunge. Genau. Ja, man hat so, Belag klingt immer so negativ, aber man merkt, der Wein hinterlässt schon seine Spuren, so ein Grip auf dem Gaumen und auf der Zunge. Sicher auch schön als Speisenbegleiter für Speisen, die jetzt irgendwie doch mehr Fettanteil haben. Also zum Beispiel auch, wenn man so, es gibt ja auch viele Liebhaber, die so weißen Speck vom Tiroli-Schwein auch als Vorspeise nehmen. Den Crudo? Also ist das so ein Crudo-Dings dann? Nein, der weiße Speck, also ist so der Lado. Lado, genau, den meinte ich. Genau. Da braucht man wirklich ein bisschen was, das auch ein bisschen sich anlegt oder auch die Verdauung anregt. Dass man es nur schlucken kann. Naja, dass es auch dann nicht im Magen liegt oder die Verdauung dann anregt. Ja. Und das glättet auch dann diesen raueren Abgang. Wo liegt man denn da preislich, Matthias, bei dem? Ich glaube so 15 Euro in etwa, 15, 16 Euro. Also sicher auch noch im Demeter-Bereich ein Schaum, wenn der auch durchaus nicht nur am Wochenende getrunken werden kann, also auch schon für unter der Woche. Ja, du, ich erlebe es jetzt auf Clubhouse ständig. Da gibt es von Kollegen von mir einen Raum immer um 12 Uhr, nennt sich Rettet den Mittagsmain. Und das ist für mich eine ganz klassische Empfehlung für Mittagsweine. Ja, genau. Ja. Da kannst du schön trinken, der macht Spaß, der ist ein guter Essensbegleiter mit seinen 10,5%. Nimmt nicht gleich den Kopf ab, da ist der Tag nicht beendet nach dem Mittagessen. Ja. Perfekt. Genau. Gut, dann schauen wir mal in die blaue Linie. Ja. Und wir haben uns hier für einen grünen Veltliner entschieden, und zwar den Mollands. Genau, das ist so der Ortswein. Ortswein, genau. Also das ist eher von den Lagen, die rund um Molland sind, also eher am Plateau heroben. Und auch von den Böden her eher so die Lehm- und die Lössböden und auch ein paar tonige, schwere Böden dabei sind. Aber das muss ich jetzt auch nochmal gerade aufgreifen, Matthias. Ich glaube, das ist schon so ein Trend jetzt in Österreich, der, ich glaube, am weitesten gedacht vielleicht in der Steiermark betrieben wird. Diese Ortsweine tatsächlich dann auch mit dem Ortsnamen zu verbinden. Ich meine, wir kennen aus Deutsche jetzt natürlich VDP und auch die VDP-Qualitätspyramide. Ja. Aber da ist es, sage ich mal, dass man den Ortsnamen dann tatsächlich erwähnt, um den Ortsnamen auch einen Titel zu geben, wenn es jetzt Sinn macht, was ich gerade sage. Das ist schon eher was, wo Österreich auch ein bisschen voraus schon ist, würde ich sagen jetzt. Ja. Oder es breiter ist. Also es wird in Deutschland auch gemacht, aber Also ich kenne es eher gut von Deutschland. Wir haben den Mollands schon, glaube ich, fast 15 Jahre, bevor es noch die Ortsweine gegeben hat. Aber ist ja das Einfachste, wenn ich den Wein so taufe, wie meine Umgebung heißt. Also, eigentlich naheliegend, ne? Ja, eigentlich naheliegend, ja. Ja. Und ja, ich glaube, was da ein bisschen kulturell dagegen spricht, und das gilt für Österreich in ähnlicher Weise, dass wir halt im deutschsprachigen Raum einfach sehr stark
Rebsorten bezogen sind. Genau, Rebsorten und dann vor 20 Jahren noch diese Kabinett-Spätlese und diese Geschichten, die ja jetzt komplett vom Tisch sind. Ne? Ja, also der Kabinett erlebt schon so ein Revival. Das schon, eher wieder so als der Leichtwein. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Aber also Auslese ist nahezu unverkäuflich. Ja, genau. Ja. Und was der große Unterschied ist, ich glaube, ich habe das im Podcast auch schon mal erwähnt, ich weiß nicht, ob es noch so ist, das wirst du jetzt vielleicht wissen, in Deutschland kann man die Klassifikation nach dem deutschen Weingesetz, also sprich die Prädikatsstufen, kann man die Weine auch downgraden. Also wenn ich jetzt vom Lesegut her eine Spätlesequalität habe, kann ich den Wein dann trotzdem als Kabinett verkaufen. Das geht also in Österreich nicht. Bei uns auf jeden Fall als Qualitätswein zum Beispiel. Ja. Beim Kabinett weiß ich es jetzt gar nicht, wie es in Österreich wirklich, ob es da eine höchste Grenze gibt, aber also, Kabinett. Soweit ich weiß, war es so in Österreich, aber das kann natürlich auch von Region zu Region wieder unterschiedlich sein, dass wenn du halt die Öxle gerade, aber ihr habt das ja in Klosterneuburger Waage. Genau, mal fünf halt. Wenn du da in dem Intervall liegst für Kabinett, bleiben wir mal dabei, oder in Spätlese liegst, da muss der Wein halt am Schluss auch Spätlese heißen, wenn du ihn als Prädikatswein bezeichnen möchtest. In Deutschland kannst du ein Spätlesegut auch als Kabinett bezeichnen oder halt nur als Qualitätswein. Genau, na, Qualitätswein geht immer. Geht immer, ja. Außer bei Eiswein. Die Problematik, wo ich da drin nur sehe, ist einfach auch im Zuge der Klimaerwärmung, dass die Typizität der Stile ein bisschen verloren geht. Ja. Weil was früher halt eine Spätlese war, wird heute als Kabinett bezeichnet, weil sie es halt einfach besser verkauft. Ja, oder eben als Qualitätsfan, stimmt schon. Aber ja, wenn es halt zum Stil passt und wenn er halt halbwegs trocken ist und nicht pappsüß, dann passt es ja. Ne? Passt, ja. Ja. Gut, jetzt haben wir den Grünwertliner Morlands aus 2019, auch schlanke 11,5%. Ja, genau. 2019 war eher doch der kühlere Jahrgang. Mhm. Aber trotzdem auch sehr trocken. Also was mir auf erstes aufgefallen ist, ich habe hier zwar relativ schlechte Lichtverhältnisse, aber ist eine für Grüner Veltliner verhältnismäßig intensive Farbe. Ja, genau. Eben der trockene Jahrgang oder trockene Herbst ist dann doch eher halt mit höherer Intensität dann zu rechnen. Und ja, da wir auch ja mit wenig Schwefel arbeiten, haben wir immer von den Farben her eher so in diesem Bereich. Also an der Nase merkt man schon, es ist nicht Mainstream, es ist genau. Ungewöhnlich, es hat einen gewissen Twist. Ich weiß nicht, ich tue mir ein bisschen schwer, ich hatte im ersten Moment Marzipan, sowas Nussiges. Genau. Wenn man jetzt reinriecht, geht es so ein bisschen Richtung Bratapfel. Ja, genau. Und auch diese Hefigkeit, wie jetzt auch beim Petnat, die aber dann doch mit der Luft sich schnell verändert. Mhm. Und das ja. Eben mit dem Schraubverschluss ist das halt immer, dann brauchen es doch ein paar Minuten nach dem Aufmachen. Ja. Aber auch eine gewisse Limette, also sowas genau, Herbes, Frisches. Das kommt dann auch eben mit der Luft. Also wir sagen immer, Mollands oder die meisten Weine von uns sind dann erst nach dem zweiten, dritten Tag eigentlich wirklich erst gut zu trinken. Also er lässt die bewusst auf? Genau, ja. Ja, spannend. Toll, wie sich die Weine schon im Glas entwickeln und entfalten. Ja, ist faszinierend. Dann wir sehen auch, wann die Weine zwei Wochen offen sind, also da verändert sich dann nach den ersten zwei, drei Tagen nicht mehr viel. Mhm. Die sind relativ gut auch offen, wenn man nicht die Flasche gleich austrinken will. Mhm. Also in der Nase hat, jetzt konnte ich mich nicht mehr zurückhalten, jetzt musste ich es probieren. Was man in der Nase wenig hat, wenn man es weiß und darauf achtet, dann kommt das Pfefferl ein bisschen durch.
Genau, aber ja. Aber es ist schon eher zurückhaltend. Eher dann am Gaumen wieder die Würzigkeit. Ich wollte gerade sagen, genau. Ja, ja. Am Gaumen bleibt so das Pfefferl dann hängen, ja. Hm. Aber du wirst das dann eh sehen, weil du wirst ja nicht jede Flasche jetzt austrinken, wenn also du den Wein dann explizit auch noch. Das bin ich jetzt gespannt, wie der in 2-3 genau. Tagen. Genau. Ja. Ja, ja, 2-3 Tagen beziehungsweise bis zu einer Woche. Also wir garantieren halt bei alle Weine so mindestens eine Woche kann man sie sicher offen behalten, dass sie noch wirklich gut zum Trinken sind. Außer die Schaumweine natürlich, ja. Weil die dann mit der Kohlensäure sich dann halt stärker verändern. Aber da ist ja eh üblich, dass man es nicht so lange offen hält. Was man am Gaumen noch merkt, ist so eine ganz leichte Imprägnierung. Wird wahrscheinlich nicht gemacht, aber ihr rührt sie halt nicht auf, um die Gärkohlensäure aus dem Wein rauszuholen. Ne? Ihr lässt es so, wie es ist, weil man merkt schon so ein ganz leichtes Prickeln. Genau, ja, das ist ja auch immer gerade bei der blauen Linie wichtig, dass auch eben frisch und auch die Mineralität ist da auch ein bisschen spürbar, obwohl es eher Lehm- und Lößböden sind. Aber weil es ja Großteil Weingärten sind, die über 30 Jahre alt sind, hat man wirklich viel Wein, um für einen Basiswein eigentlich schöne Intensität eigentlich. Also was mir jetzt bei beiden aufgefallen ist, aber das wird sich jetzt beim nächsten Wein dann auch nochmal zeigen, die Säure wirkt für mich sehr knackig und frisch, aber nicht so spitz. Genau, das ist eine schöne Formulierung, die wir auch genauso sehen. Aber wir haben uns übrigens nicht abgesprochen, ne, liebe Hörer. Genau, das, ja, ihr meint, ja. Wir haben vorher hier Spickzettel verteilt. Nee, das ist alles live, echt in Farbe, ohne Vorbereitung. Ja, na, und das ist auch durch die doch eher längere Hefelagerung, biologischer Säureabbau und niedrige Schwefelgaben. Also das macht es. Und natürlich auch die Harmonie im Weingarten natürlich sowieso, aber... Ja, was der auch hinten raus hat, ist auch wieder dieser Schmelz. Genau. Schmelz, glaube ich, trifft es ganz gut. Was ich jetzt nicht aufgekommen wäre, ist BSA. Also ich malolaktische Noten habe ich da eigentlich fast gar keine. Jetzt, wenn man es weiß, kann man sich's einbilden, aber in der Blindprobe hätte ich jetzt auf BSA, glaube ich, nicht getippt. Ja, weil es halt so cremig und nicht spitz ist. Ja. Aber Noten, also gerade bei unseren biodynamischen Reifentrauben, hast eben der große Vorteil, dass du eben wenig Äpfelsäure dann hast, letztlich bei der Ernte, und dadurch auch weniger der BSA dann auch spürbar ist. Ja. Das ist ja halt auch das Geheimnis. Und auch durch die Spontangärung machen manchmal die Weine am Ende der Gärung schon den biologischen Säureabbau. Ja gut, die Cremigkeit, die hätte man jetzt auch auf das lange Hefelager schieben können. Ja, stimmt, ja, ja. Kommt wahrscheinlich noch on top dazu, dass der Effekt dann noch zusätzlich verstärkt wird. Genau. Also auch hier zusammenfassend, ein Wein, der einfach Freude macht, der mit seiner Komplexität, würde ich sagen, nicht unbedingt protzt, aber einfach schon allein deswegen eine Komplexität zeigt, indem dass er sich im Glas entwickelt und man ihn einfach so trinken kann als Essensbegleiter. Aber wenn man die Muse dazu hat, kann man in dem Wein auch sehr viele Seiten und Aromen entdecken. Und es ist einfach spannend und spaßig, auch dem Wein dann vielleicht die nächsten 2-3 Tage mindestens, du hast jetzt von einer Woche gesprochen, genau, zu begleiten, wie er sich dann quasi entwickelt. Ja? Ja. Na, gerade eben beim grünen Veltliner, beim Molland, weil wirklich eben alles alte Rebstöcke sind und das wirklich super reif auch immer ist. Gut, dann kommt der grüne Veltliner alte Reben. Genau, da könnte man jetzt auch schon, wenn du hast, ein Burgunderglas nehmen. Ist auch in der Burgunderflasche auch ein Teil im Holzfass gewesen. Und gerade dieser Jahrgang schreit nach dem Burgunderglas.
Ich habe ehrlich gesagt meine Zwiesel-Sommelier-Gläser dabei, aber ich trinke ja nicht alles heute. Und Premiere für mich, erste Mal im Podcast, bewährt in meinen Online-Weinproben. Da mache ich jetzt hier mit dem Couramar zunächst mal hier auf. Super. Und heb mir dann den Effekt, von dem du jetzt gesprochen hast, dann quasi für den Moment auf, wenn ich dann die Flasche auch köpfe. Und jetzt behelfe ich mir hier quasi dem faszinierenden System Couramar, was mir jetzt einfach im Zuge der Weinproben schon einen Besuch auf der Intensivstation für eine Lebertransplantation erspart hat. Genau. Ja, Matthias, da müssen wir jetzt erstmal nochmal auf den Wein an sich eingehen. Du hast es schon angesprochen, die Flaschenform drückt schon eine andere Stilistik aus wie die Schlegelflasche, die man ja vorhin hatten. Auffällig auch hier wieder, und das ist, sage ich mal, was ich vielleicht als ja, typisch biodynamisch, soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber was viele biodynamische Weine gemein haben, ist schon grundsätzlich eher ein niedrigerer Alkoholgehalt. Ja, gut, da muss man auch sagen, der 14er Jahrgang war wirklich einer der kühlsten in den letzten 10 Jahren und darum auch eher die 12 Alkohol, also die haben wir schon eher seltener. Also das war es dann eher schon der Jahrgang gewesen. Aber selbst 12,5, ja gut, ist dann, geht schon, normalisiert sich dann wieder, stimmt. Aber sage ich mal so, pauschal würde ich schon sagen, so ein halbes, manchmal ein ganzes Prozent weniger im Schnitt ist bei biodynamischen Weinen schon oft. Stimmt, ja, ja. Alte Reben hatte ich auch schon mal besprochen als Begriff im Podcast. In Deutschland ist es zumindest kein geschützter Begriff. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Nein, Österreich ist auch nicht geschützt. Aber bei uns ist ja wirklich, mein jüngster Weingarten ist 35 Jahre alt. Also eigentlich ab 30 sagt man so alte Reben. Also ich habe mir wirklich, fast alle Weingärten sind alte Reben. Ja, das, da sucht man halt dann die besseren Lagen raus. Und eben die besseren Trauben auch. Und genau, also im Prinzip ist es immer der Versuch, also Versuch klingt jetzt abwertend, aber es wird damit ausgedrückt, dass es Weine sind mit einer besonderen Konzentration und damit auch ein Qualitätsmerkmal. Intensität, ja, genau. Ja, ja. Also das ist jetzt ein Wein aus deiner braunen Linie, ne? Genau, schon eben mit Kork verschlossen und die Hälfte auch im Holzfass gewesen. Sehr lange Hefelagerung. Ja, also die Farbe sehr intensiv. Also mittleres Goldgelb würde ich jetzt vielleicht sagen. Ich müsste mehr Interviews am Tag machen, aber hier mit meiner Taschenlampe funktioniert es nicht gut. Bisschen wässriger Rand, was einfach schon für das Alter spricht, dass da im Randbereich die Farbe ein bisschen nachlässt. Aber blitzklar. Werden die Weine geschönt oder ist es jetzt ein Effekt von der Filtration? Also in der Zeit haben wir eben doch noch mal eher klassisch gearbeitet. Haben wir noch filtriert. Und machst du jetzt nicht mehr? Da haben wir dann schon einige Weine, die eben nicht mehr filtriert sind. Okay, super. Ja, von der Nase her sehr spannend, sehr außergewöhnlich. Da muss man erstmal ein bisschen nachdenken, was man riecht. Also man hat einen leichten Anflug von dem gewünschten Alterungston. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Der geht ja jetzt ins siebte Jahr, der Wein. Also hat man, ich würde sagen, vielleicht sehr reife Apfel. Ich würde sogar sagen, ein bisschen Bratapfel, oder? Bratapfel wieder, aber auch Steinobst. Also für mich geht es eher fast schon in Richtung Zwetschge. Ja. Total, ja. So ein Flümli. Eine schöne Hefearomatik noch. Holzfass, hast du gesagt, aber kein neues Holz. Also. Eben, genau, wollte ich gerade sagen. Also ich habe jetzt hier nicht die vanillige, süßliche Note. Nein. Das war höchstwahrscheinlich gebrauchtes Fass. Und Also, Größe Barrique oder größer? Also das waren eher einige Barriques und dann Stahltank. Okay, ja. Also da merkt man einfach dann den leicht oxidativen Ausbau.
merkt man ja einfach in so einer barockeren Note. Genau, aber schon sehr reif einfach. Der Vorteil der oxidativen Ausbau ist halt, dass die Weine dann im Alter eine super Trinkfluss und Cremigkeit haben und keine aggressive Spitz, also so grüne Tannine, die dann irgendwie bitter sind. Also das, also der Ausbau kommt eben den gereiften Wein zugute. Zum Beispiel auch der Bruder in der Weinbeisterei ein sehr großer Altwein-Freak ist und da wirklich auch sehr viel ältere Jahrgänge auch noch. Ja, da hört es wieder, liebe Hörer, ich werde es ja auch nicht müde zu sagen, wir trinken unsere Weine pauschal gesagt einfach immer viel zu jung und das Geschmackserlebnis von gereiften Weinen kennen die wenigsten Weintrinker und das ist einfach wirklich sehr, sehr schade, wie man es auch an diesem Wein erlebt. Es rentiert sich einfach, Weine auf die Seite zu legen, um sie reifen zu lassen und dann einfach nochmal eine ganz andere Seite dieser Weine kennenzulernen. Und das hier ist einfach ein Wein, der sehr, sehr Spaß macht. Der hat sicherlich auch jünger schon Spaß gemacht, aber dieser besondere Twist, der die 7 Jahre jetzt mit sich bringen, das hast du einfach in jungen Weinen einfach nicht. Und speziell auch dann zu Speisen oder zum Essen ist dann auch meistens mit gereiften Weinen spannender, weil einfach mehr Intensität da ist und in der Kombination mit Essen ist es halt, glaube ich, dann mit jungen Weinen nicht so spannend, weil die dann meistens ein bisschen untergehen, ja, weil die weniger Geschmack haben. Und also was toll ist, ist dieses Pfefferl auch hier, ja, wieder. Das ist das ganz typisch, gerade in Jahren, die nicht so heiß waren, ist es dann noch ausgeprägter. Ja, das ist aber ganz besonders, also eine Interpretation des Pfefferls, wie ich es bisher selten hatte. Ich habe gerade versucht, gedanklich das irgendwie beschreiben zu können. Also es geht ein bisschen ins Würzige, ein bisschen ins Krautige, dann kommt diese Schärfe von dem Pfefferl rein, aber mich erinnert es fast an Bärlauch oder so. Das hat schon eine sehr würzige Schärfe. Also es ist nicht nur, dass es jetzt pfefferscharf ist, sondern da kommt schon so eine grüne Schärfe, wie es jetzt vielleicht bei Bärlauch, vielleicht auch von Brennnessel oder so kennen. Also es ist schon nicht der blanke, einfache weiße Pfeffer, wie es jetzt in normalen 0815 grüner Welt ist. Bärlauch, also generell auch diese Kräuter- und Gewürzrichtung. Ja, vielleicht ist es auch nicht Bärlauch, das war jetzt das erste. Aber ja, jetzt rieche ich es auch. Also man braucht immer einen Randl bis. Ja, vielleicht ist es auch Frage der Luft. So diese Knoblauch, Bärlauch hat ja ein bisschen so dieses Knoblauchartige dabei. Genau. Und das kommt da jetzt schon auch. Knoblauch dachte ich im ersten Moment, aber da es für mich schon so eine grüne, würzige, krautige Aromatik hat, war ich jetzt dann doch eher beim Bärlauch. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, faszinierend. Ja, echt toll. Und was nimmst du da für ein Holz in deinen Fässern? Französische Eiche oder? Na, also alles, was wir jetzt neu kaufen, immer österreichische Eiche natürlich. Ibstaller oder Mannertsberger Eiche. Also französische Eiche haben wir natürlich im Gebrauch mit den älteren Fässern, aber alles, was neu ist. Ja, was hier auch extrem auffällt, jetzt, ich meine, die Weine zu vergleichen, macht jetzt ja auch nicht wahnsinnig viel Sinn, weil man da Äpfel mit Birnen vergleichen würde, aber was hier jetzt einfach extrem auffällt, ist die Länge des Weins. Ne? Ja. Also der mag den Mund ja fast nicht zu verlassen. Wir haben ja auch wieder diese Cremigkeit, diese wie hat man es genannt, Schmalzigkeit. Ja, nein, das ist eben gerade zum Beispiel bei geschmorten Lammhaxerl oder so, eben in Weißweinsauce, da brauchst du schon einen Wein, der richtig auch dann gegen das Lamm auch herhält. Ne? Ja, also ich sage immer, der Wein und die Speise müssen irgendwie in derselben Gewichtsklasse kämpfen. Ja, genau. Sonst fliegt der eine schneller aus dem Ring, wie ihm vielleicht liegt. Ja.
Und da ist halt bei jungen Weinen dann eher schneller der Fall, dass rausfliegt. Ja, definitiv. Ja. Was ich jetzt auch vor kurzem gelernt habe auf Clubhouse, an der Stelle sei es nochmal erwähnt, jede Woche Dienstag 20.15 Uhr, 20.30 Uhr, mein wöchentlicher Clubhouse-Raum zum Thema Wein. Wein verstehen leicht gemacht heißt es natürlich, wo sich weinbegeisterte Leute treffen und einfach in entspannter Runde über Wein quatschen. Und da sind auch häufiger wirklich hochkarätige Weinexperten mit auf meiner Bühne. Und was ich da eben gelernt habe, war, dass zum Beispiel zu geschmorten Lammbraten auch hervorragend angeblich, ich habe es noch nicht probiert, aber das habe ich jetzt auf meiner To-Do-Liste, obwohl ich Tierkinder eigentlich nicht mehr essen wollte, aber das muss ich dann einmal nochmal davon abweichen, ist gereifter Champagner zu Lamm soll absolut ja, und perfekt zusammenpassen. Das geht ja in die Richtung auch vom Typus her, natürlich fehlen die Kugel, aber ja, und der Unterschied zum Chardonnay oder zu den Burgundersorten ist, dass der Veltliner noch mehr eigenständige Aromen hat, weil die Burgundersorten sind ja doch eher elegant und da ist der Veltliner dann eher doch der einfach mehr aromatischere. Ja. Also jetzt ist krass, jetzt weiß ich nicht, wie lange ist der Wein jetzt in der Flasche oder im Glas? 10 Minuten. Jetzt hat er sich auch nochmal gewandelt. So die ersten Sekunden im Mund ist grüner Veltliner pur. Da kommt so ein richtiger Schwall Pfeffer. Es kommt dann auch das Traubige am Ende raus. Also wirklich mit der Luft dann kommt dann mehr das Traubige raus. Also sehr, 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 sehr toller Wein. Sehr toller Wein. Wo liegen wir denn da preislich? Preislich da so bei 18 Euro circa. Also echt? Auch durchaus noch leistbar. Ja, super. Also hätte ich jetzt tatsächlich mehr gedacht. Schon allein wegen dem Alter, weil was ja auch das nächste Dilemma ist, die Weinbranche ist ja so ein Durchlauferhitzer. Jeder will immer den nächsten Jahrgang loswerden, einen Platz schaffen für den neuen. Und dass man überhaupt beim Erzeuger noch 7 Jahre alte Weine bekommt, ist ja Selbstverständlichkeit. Ne? Na, da schauen wir wirklich, dass man auch, weil ja auch von den Konsumenten viele in den Städten keine Möglichkeit haben, Weine selber zu lagern. Und darum ist es uns halt wirklich ein Anliegen, dass wir doch selber dann auch gereifte Weine auch anbieten können. Aber das muss man sich natürlich leisten können, finanziell als auch platzmäßig. Ist auch nicht jedem Winzer gegönnt jetzt, dass er da so viel Wein zurückhalten kann. Aber momentan auf der Bank ist das Geld eh nicht so sicher, also ist im eigenen Keller dann sicherer. Also was das angeht, da hatte ich meinen absoluten Flash-Moment, als ich vor x Jahren mit einem sehr guten Freund und mit unseren Mädels eine Reise nach Schottland gemacht haben und haben da, weil bevor ich mich mit Wein extensiv beschäftigt habe, war Whisky für mich so ein Thema. Ja, okay. Und dann waren wir eben in Schottland und waren bei Glenfiddich in Dufftown. Und was die dort an Wert gelagert haben, Wahnsinn, also wir haben dann so eine Führung gemacht und sie sagten, sie kriegen das gar nicht mehr versichert. Ah, wenn Sie es zusammenrechnen, kommen Sie auf circa 2 Milliarden Pfund an Whisky, was da liegt. Das glaube ich schon, weil gerade bei den Spiritosen, die haben ja noch längere Lagerzeiten und. Aber es ist ja ein Pulverfass. Lass da mal einen Blitz einschlagen oder irgendwen durchdrehen oder sonst irgendwas. Es gibt ja genügend Spinne auf der Welt. Also was da an Kapital gebunden ist, das hat mich total umgehauen. Ne? Ja. Gut, dann kommt jetzt Deutschlands Aushängeschild, der Riesling. Riesling einmal anders, oder? Ja. Weil jetzt haben wir ja unseren ersten Wein von der Pur-Linie, also die rote Linie. Jawohl. Und man sieht es jetzt schon auch an der Farbe und das ist ja auch ein Thema, was ich ja im Vorgespräch schon angedeutet habe, was mich jetzt besonders interessiert und euch, liebe Hörer, sicherlich auch, ist die Thematik Orange Wein. Und wenn ich jetzt das hier durch diese lustige Zapfanlage Corava
einschenke. Also der Name ist Programm. Das ist tatsächlich ein oranger Wein. Und wir hatten es ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Naturwein, biodynamischer Wein, Orange Wein. Viele Begriffe, die viele Überschneidungen haben, aber letzten Endes doch was anderes meint. Vielleicht erklärst ganz kurz, was Orange Wein ist, Matthias, und wieso du ihn machst. Genau, Orange Wein eigentlich ganz einfach. Die Erklärung ist eigentlich die vierte Weinfarbe. Ein bisschen kompliziert auch gesagt, das Umgekehrte vom Rosé. Oder ganz einfach gesagt, weiße Trauben einfach verarbeitet wie Rotwein. Ja. Also das ist eigentlich die einfachste Erklärung. Das heißt, wir lassen die Weine auf der Maische vergären, so wie beim Rotwein. Also in dem Fall 3 Wochen circa. Mhm. Und dann eine, ich glaube, 15-monatige Lagerung im Fass auf der Vollhefe, also ohne Umpumpen, also mit wenig oder gar keiner Intervention. Ja. Damit er wirklich sein ganzes Ich selbst ausbauen kann. Wie bist du drauf gekommen, das zu machen? Also war das schon immer eine Herzensangelegenheit? Oder? Nein, wir waren also mit so einer kleinen oder mittleren Gruppe österreichischer Jungwinzer, ich glaube, das war 2003, waren wir in Bordeaux. Aha. Und eine Woche, also 4 Weingüter am Tag, es war schon sehr intensive Zeit. Und da gab es ja, oder das wissen die wenigsten, dass teilweise bei den weißen Bordeaux auch Maischegärung dabei ist. Mhm. Und das war so eigentlich, dann haben wir da einige reife Geschichten auch probiert. Und es hat dann so gut geschmeckt, dass ich dann sofort das ausprobieren musste. Mhm. Mhm. Und dann 2006 eigentlich, also 2003 haben wir dann die ersten Versuche gemacht. Und 2006 dann den ersten richtigen auf den Markt auch gebracht haben. Und ja, und da wir auch ihm eigentlich auch schon mit dem Rotwein auch damals irgendwie bekannt worden sind, auch so das Reifen lassen im Betrieb immer schon ein bisschen Tradition oder bei mir gehabt hat, war es auch naheliegend, dass man da auch ein bisschen noch die andere Weinstilistik Orange Wein auch ausprobiert. Ja, ja. Und der Bruder war auch voll begeistert und umso verrückter, umso besser war halt die Devise. Ja, aber da war der ja quasi schon vor dem großen Trend der Amphorenweine unterwegs. Genau. Also das ist ja jetzt der vierte Begriff. Orange Wein muss kein Amphorenwein sein, aber ist es das, wie macht ihr den auch in der Amphore? Oder? Nein, in dem Fall im Holzfass, also im 500er Holzfass, mhm. also mehrere 500 Liter Fässer. Ja, und jetzt könnte man auch sagen, warum gerade Riesling, weil eigentlich ja spannend oder mit seiner dünnen Schale ja sehr speziell eben für den Orange Wein ist. Aber mir war es eben wichtig, dass man jetzt zu slowenischen, also wo so die Wiege der Orange Weine herkommt, dass man eben da irgendwie ein Statement vom kühlen Klimat setzt und darum auch den Riesling jetzt speziell auch genommen haben. Mhm. Mhm. Ja, um das vielleicht nochmal einzurahmen, also weiße Bordeaux stehen ja schon ein bisschen im Schatten der roten Bordeaux, aber sind absolut vorzügliche Weine und sind immer eine Cuvée aus Sauvignon Blanc und Semillon in erster Linie. Und sind aber absolut hervorragende Weine. Also ich hatte auch mir für letztes Weihnachten mal wieder einen bestellt und war hin und weg, weil es einfach so ein krass geiler Wein einfach war. Das war Chateau Braun. Ja, ich wollte sagen, das war ja einer meiner Lieblingsweine. Echt? Ja. Der uns ja da infiziert hat. Ja. Also, aber der hat ja auch diese Cremigkeit, ja, oder? Ja, also da haut sie erstmal aus die Schuhe raus. Weil das so
krass ist einfach, wie der schmeckt, so ist anders, halt, so intensiv, fantastisch. Also wirklich jetzt ein Zufall, weil es hört sich jetzt, wie man das jetzt wirklich abgesprochen. Ja. Aber so mit aber nicht, ich kann es nur, würde es auch unter Eid behaupten, dass wir uns nicht abgesprochen haben. Das ist das Etikett mit Schwarz und Gold, glaube ich, gell? So geteilt in der Mitte. Ans Etikett erinnere ich mich nicht mehr, glaube ich, so ja, genau. Aber genau Schattenbraun war es auf jeden Fall. Ja. Ja. Also ein sehr, sehr toller Wein und ich meine, ich habe so 25, 28 Euro gezahlt. Ja, was, also durchaus was, leistbar, ja. Was für die Qualität fand ich das sehr gut vertretbar, ja. Gut, Farbe, ja, was, wie soll ich die Farbe beschreiben? Für mich ist es orange, ja. Fast ein Rotgold, oder? Bernsteinfarbene. Oder Rotgold. Rotgold, ja, Roségold. Ich würde aber schon sagen, Bernsteinfarben fast. Aber es kann jetzt auch sein, dass das jetzt hier, also Bernsteinfarben mit goldenen Reflexen. Genau, ja. So. Genau, ja. Genau. Mach meine Cuvée, oder? Genau, und ja, durchaus ausgeprägter wässriger Rand und auch eine leichte Trübung, was aber jetzt für Orangeweine eben wegen der starken Extraktion auch total normal ist. Und ich würde mal sagen, ihr habt den aber auch nicht mehr geschönt oder probiert, gell? Genau, der wurde nur bei der Abfüllung minimalen Schwefel zugesetzt. Hm. Jahrgang 2014, genau wie die alten Reben. Genau. Wieder mit Alkohol, relativ niedrig bei 12 Alkohol. Ja. Also, was da einfach das Learning jetzt für euch, liebe Hörer, einfach ist, für großartige Weine, Geschmacksintensität und Komplexität braucht es einfach auch nicht viel Alkohol. Das geht tatsächlich auch sehr, sehr gut bei Weinen mit 12 oder unter 12% Alkohol. Und das habe ich ja auch schon mal in dem Online-Weinkurs Nummer 8, wenn ich richtig liege, wo es eben auch um die Orangeweine ging, wo wir ja einen georgischen Wein verkostet haben, festgestellt, dass auch die georgischen Rotweine und Orangeweine auch gerne bei 12 und 12,5% liegen, aber in der Geschmacksintensität auch richtigen Wuchtbrummen eigentlich in nichts nachstehen. Ja, also die Farbe, ich denke, Name ist Programm, jetzt probieren wir einfach mal. Also die Nase ist schon mal auch wieder Bratapfel in erster Linie, auch was. Aber schon eher mehr so wieder die Thymian zum Beispiel, Oregano, also mehr so die Küchenkräuter, die dann ins Blumige auch gehen. Also beim Bratapfel stecken wir ja auch ganz gerne Nelken rein. Das ist auch das, ne? Genau, total die Nelken. Vielleicht Kreuz, Kümmel. Ja. Mm. Mm. Wow. Na, der hat jetzt ideale Flaschenreife. Also so ist jetzt die 7 Jahre, glaube ich, haben ihn ganz gut getan. Weil viele mit Orange Wein nichts anfangen können. Man muss auch sagen, dass viele Weingüter auch die Weine zu jung am Markt bringen, die dann wirklich manchmal auch schwer zu trinken sind. Und da sind wir eben schon stolz, dass wir da wirklich auch Weine anbieten können, die wirklich auch schon Spaß machen. Ja, also. Im Sinne von Bekömmlichkeit und Cremigkeit auch. Aber doch auch nicht langweilig sind. Das ist ja das Spannende, dass sie trotz Weichheit und Cremigkeit auch noch erfrischend und irgendwie Trinkfluss haben. Ja, also ich sage mal so, das Thema Orangewein ist in Österreich ja eh relativ groß bespielt. Da gibt es natürlich auch ganz große Namen. Muster zum Beispiel. Genau. Oder Jurcic, wenn ich es richtig ausspreche. Ja, genau. Mhm. Ja, das sind schon oft Weine, die polarisieren. Die nehmen jetzt auch zumindest zum Teil ja auch andere Rebsorten her. Nicht bei diesen beiden Herstellern, aber oftmals, wenn ich es probiert habe, geht es mir schon sehr zu stark in Richtung Sauerkraut oder Apfelwein, wo ich dann. Das ist aber meistens, wenn sie zu jung sind. Ja, mag durchaus sein, dass ich die zu jung probiert habe, aber
so richtig abgeholt hat es mich bisher nicht. Aber bei dem, was jetzt einfach total erstaunlich ist, ist, dass im ersten Moment die Nase zum Geschmack erstmal überraschend ist oder vielleicht man gar nicht so erwartet hätte, weil die, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Auch so ein bisschen Steinobstkerne oder so, also wenn man so die Marille aufmacht und innen von der, wo der Kern gesessen hat, wenn man da riecht. Also diese Tanninstruktur, das sind ja dann auch Gerbstoffe in der Nähe. Aber was mir jetzt auf erstes auffällt, ist einfach der große Unterschied zu den beiden anderen Weinen, die wir davor hatten, ist einfach die knackige Säure, was einfach den Riesling auszeichnet. Und ja, ich sag's jetzt mal abwertend, man kann mit dem Riesling machen, was man will oder ihn herstellen, wie man will. Die Säure, die kriegst du halt ihm nicht weg. Und das ist ja auch das Tolle, weil es eben sein Charakteristikum ist. Und das zeichnet den Wein aus, ist diese sehr feingliedrige, sehr prägnante Säure. Elegante Tanninstruktur. Ja, also die Säure ist beim Riesling oft so, so florettartig auf der Zunge. Ja? Das ist so messerscharf, aber jetzt nicht so, so wuchtig. Nicht, ja? Und nicht grün, ne? Nicht grün, überhaupt nicht. Ne? Ja, ja. Und das zum Beispiel wäre auch jetzt als Servier Empfehlung, zum Beispiel, wenn er vielleicht ein, zwei Jahre jünger ist, zum Beispiel auch für Austern ganz spannend ist, wenn man jetzt zum Champagner eine Alternative sucht, wenn man da eher einen jüngeren Jahrgang nimmt, weil er eben so eine starke Salzigkeit auch hat und dann der jüngere Jahrgang doch noch ein bisschen kantiger ist und der wirklich dann für die Austern, für die Verdauung schon sehr ideal ist. Ja. Ja, also gerade wenn man dann Austern vielleicht mit ein bisschen Tabasco oder sowas, ja, wo zum Beispiel, ja, ein bisschen mehr Power dann dahinter ist. Ich bin jetzt nicht der ganz große Austernesser, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Aber weil so, wenn man mal eine Alternative sucht zum Champagner. Ja. In Österreich isst man ja auch nicht jeden Tag Austern. Ne? Ja. Wobei ich einmal im Geschichtsunterricht gelernt habe, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, ich weiß nicht, ob man da in Österreich gern zurückdenkt, ist, ihr hattet mal für kurze Zeit tatsächlich mehr Zugang. Ja, anscheinend mit der Monarchie. Ja. Wahrscheinlich. Schleswig-Holstein. Ah, okay, ja. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das werde ich aber im Nachgang nochmal nachgoogeln und möglicherweise dann auch eine Korrektur nachreichen. Wie lange würdest du denn sagen, dass der noch auf der Flasche überlebt? Ja, also sicher so 5 Jahre, denke ich schon. Mhm. Aber ich denke, jetzt ist auch jetzt schon schön zu trinken. Also kann man jetzt wirklich schon schön antrinken. Also ich glaube, dass der Wein ein Universaltalent ist, wenn es eben um Speisenbegleitung geht. Also ich kann mir den auch sehr gut als Aperitif vorstellen. Weil er so das Animierende hat, ja. Ich kann mir den aber auch sehr, sehr gut zu einer Käseplatte als Nachtisch vorstellen. Ja, wenn du dir jetzt da so ein bisschen Feigensenf zum Käse vorstellst. Ja. Vielleicht ein bisschen Weichkäse, ein bisschen gereifter, weil das hat er ja auch das Gereifte einfach, da kann ich es mir auch extrem gut vorstellen. Aber auch zum Fischgang, hast du gerade schon gesagt. Ja, zum Fisch hätte ich jetzt gesagt, da wäre zum Beispiel so ein fetterer Fisch, zum Beispiel Aal. Aal. Wäre da ganz... Geräucherter Aal. Genau. Zum Beispiel. Ja. Ja. Aber auch ein Thunfischsteak. Zum Beispiel, weil es ja auch sehr stoffig ist, der Thunfisch. Ja. Auf jeden Fall. Und last but not least, zu scharf angebratenen weißem Fleisch kann ich es mir auch gut vorstellen. Ja. Ja. Also wirklich toll. Auch hier wieder eine gewisse
Universalität, ist das ein Wort, was es gibt? Ich weiß es nicht. Yeah. Aber die dem Champagner auch oft nachgesagt wird. Ja, ja, das ist die Hefe durch die ohne Filtration der Hefe, die Hefezersetzung dann die Aromen entwickelt. Ja. Genau. Perfekt. Ja, also ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich habe jetzt schon leichte, vor lauter Excitement, Ekstase hier schon leichte Aussetzer der Sprache, aber ich kann euch den Wein tatsächlich nur ans Herz legen. Und wie gesagt, das Besondere an Matthias Hager ist eben, dass ihr ab Hof hier auch noch 7 Jahre alte Weine kaufen könnt, was meiner Meinung nach wirklich besonders und außergewöhnlich ist. Matthias, du hast noch 2 Weine mitgebracht. Jetzt verlass mal den Weißwein- und Orangeweinbereich, den Rotwein. Genau. Mhm. Du hast eine autochthone Rebsorte, die ich bisher auch nicht kannte. Ich würde jetzt sagen, wir probieren es jetzt einfach. Ich habe jetzt da schlicht und einfach Bock drauf. Einen Blauburger. Ja, das ist Blauburger. Du? Ist so auch eine österreichische Züchtung, die auch der Dr. Zweigl da gezüchtet hat, der auch natürlich den Zweigelt auch erschaffen hat. Und das ist eben Portugieser mal Blaufränkisch. Ja. Geht halt so mehr, also wir sagen halt so der österreichische Merlot. Und ist halt eher frühreifende Sorte, die auch eben bei uns in Oberen Kamptal super schön reif wird. Eher selten in Österreich mehr verbreitet ist. Also schon eine Kammtal-Spezialität, kann man so weit sagen? Ja, schon, kann man schon sagen, ja. Also eher im kühleren Klimat, eher, also auch im Weinviertel zum Beispiel auch durchaus öfter zum Sehen. Aha, ich habe es, wie gesagt, noch nicht gesehen. Ja, wird halt reinsortig auch selten so abgefüllt. Und weil er einfach ein bisschen Ecken und Kanten hat und der ideale Verschnittpartner ist aus irgendeinem Grund, oder? Ja, weil meistens ein bisschen weicher auch war und wenige Säure, speziell im konventionellen. Aber der hat sich halt durch die biologische Bewirtschaftung total auch verändert, sagen wir, weil er auch vom Ertrag relativ weniger geworden ist, weil es früher eher so ein Massenträger eher war, so nichtssagender, einfacher Wein und jetzt mit der biodynamischen Bewirtschaftung wirklich auch Charakter und Typizität bekommen hat. Ja, ja. Also das ist 16, glaube ich, hast du im Glas. 16, ja. Ja. Der ist wirklich komplett natural abgefüllt, also auch kein Schwefel zugesetzt worden. Glaube ich, braucht auch ein bisschen Luft in der Nase. Ja, ich schwenke schon die. Ja, ich mein, also er kommt, dieser nicht geschwefelte Nase, die hat er schon ein bisschen, ja. Ja, so diese leichte animalische Note am Anfang. Mhm. So was Ledriges. Ja. So teer, vielleicht auch ein bisschen Blut. Ja, genau, fleischig. Ja. Fleischig, ja. Ja. Aber hat jetzt auch schon schöne Reife, eben auch schon fast 4-5 Jahre alt. Hm. Und also, auch so. Ist auch rote Linie, ne? Genau, ja. Jetzt, ja. Komplett ohne Intervention, außer eben das Holzfass. Also keine Zusätze verwendet worden und lange Maischestandzeit von, glaube ich, 6 Wochen. Mhm. Ohne Filtration natürlich. Also von der Farbe her würde ich sagen, ein Rubinrot, aber ich schiebe es jetzt nochmal auf meine schlechte Lichtverhältnisse. Ich meine selbst jetzt noch nach 5 Jahren einen Hauch von violetten Reflexen zu sehen. Total, wirklich noch sehr frisch die Farbe, glaube ich, gell? Ja, ich komme auch gleich nochmal drauf, aber die eine hohe Transparenz, also es ist eine dunkle Farbe mit violetten Reflexen, aber eine durchaus eine Transparenz, die vielleicht fast schon an Spätburgunder erinnert.
also das muss man ja auch immer unterscheiden. Die Durchsichtigkeit und die Farbe an sich sind ja zwei Paar Stiefel. Und also dieser violette Ton spricht natürlich für eine gewisse Jugendlichkeit. Und ich habe ihn jetzt gerade schon probiert, während du was darüber erzählt hast. Der Wein ist auch erstaunlich frisch und jugendlich noch am Mund. Ja, nein, das ist ja das Spannende, dass wir eigentlich Weine, die nicht geschwefelt wurden, teilweise ja dann frischer bleiben, weil eben die mikrobiologische Aktivität der Weine viel größer ist und die in sich dann die Weine auch lebendiger hält. Ja. Das ist ja das Spannende. Also, dass ja der Schwefel eigentlich, ich würde nicht sagen, alles abtötet, aber auch die guten Bakterien abtötet. Also um es ganz klar zu sagen, Schwefel wird uns ja als Konservierungsmittel verkauft, um Weine, nicht nur Weine, auch Trockenfrüchte insbesondere länger haltbar zu machen. Aber wir sehen es halt schon fast umgekehrt, dass der Schwefel eigentlich ein Reifebeschleuniger ist. Ja, interessant. Ja. Weil ja alle Aktivitäten mehr oder weniger natürlich gestoppt werden und dann der Reifeprozess schneller vollzogen wird. Ja. Also was man zumindest sagen kann, ist, dass der Wein wie eine Eins dasteht, total jugendlich auftritt, in der Farbe, im Geschmack, in der Aromatik. Er wirkt auf mich sehr primärfruchtig, ohne jetzt dabei unreif oder grün zu wirken. Aber ich denke mal, ein bisschen im Holzfass war er, oder? Ja, im gebrauchten Barrique. Ja. Also den Holzfassausbau schmeckt man ihm schon nach. Aber eben weil du ja gebrauchte Fässer nimmst, nimmt es ihm nicht so viel von der primärfruchtigen Seite. Und es ist einfach ein Wein, der unglaublich frisch Vital und jung dasteht. Ja, ja. Ja. Vitale Säure, die interessanterweise auch sehr gut mit seiner Tanninstruktur harmoniert. Ist ja oft so ein bisschen das Thema, wenn man sehr viel Säure hat im Wein und sehr viel Tannine, dass sich das... Ist dann überschlägt, ja. Ja, dass das nicht unbedingt gut harmoniert, aber hier überhaupt nicht der Fall. Also eigentlich quod erat demonstrandum, würde ich mal sagen, dass ohne Schwefel die Reifung auch langsam ablaufen kann. Ne? Ja, es ist ein bisschen... Wenn man das erste Mal hört, gebe ich zu, ein bisschen ungewohnt, aber ist so. Ich bin bekannt dafür, dass ich für meine Aussagen ein bisschen polarisiere und ist nicht immer alles immer so, aber mal so als Ansatz zum Nachdenken, mal spannend. Ja, also super lecker der Wein. Super lecker. Macht einfach Spaß. Also es ist halt, er hat Druck, er hat Trinkfluss, er hat eine knackige Säure, er hat die Primäraromen, er ist gereift, trotz allem. Er ist einfach harmonisch abgerundet, hat zu sich gefunden. Da gibt es jetzt nichts, was seitlich daneben gestellt ist oder wo man noch sagt, gut, gib ihm noch mal 3 Jahre, dann reden wir noch mal drüber. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist eben das, was, denke ich, einfach, damit sollte man sparsam umgehen, aber was halt große Weine oft auszeichnet, ist halt genau das, dass sie auf der einen Seite jung und frisch wirken, obwohl sie gereift sind, harmonisch ausgewogen sind. Das ist einfach das, was es dann ausmacht am Ende des Tages. Stimmt, ja, gebe ich dir total recht. Und hier ist nochmal Thema Speisenbegleitung. Also was ich mir als allererstes vorstellen kann, ist einfach ein geiles Rindersteak mit einer Cranberry-Soße zum Beispiel. Hätte ich auch gesagt, ja. Jetzt habe ich schon wieder Hunger. Das habe ich jetzt davon. ich habe mal wieder Bock auf richtig geiles Steak irgendwie. Ja. Ja, super Wein. Blauburgunder, liebe Leute. Eine Rebsorte. Ich hatte sie nicht auf dem Schirm, trotz 4-tägiger Hardcore-Infusion bei der Vivinum 2018 ist es mir nicht über den Weg gelaufen, obwohl ich da mir sehr viel Mühe gegeben habe, alles zu probieren, was mir irgendwie zwischen die Finger gekommen ist. Aber
das ist auch das, was für mich die Faszination Wein ausmacht, dass man immer wieder neue Seiten kennenlernt und Rebsorten kennenlernt, die man nicht auf dem Schirm hatte, die einen dann einfach faszinieren. Ja. Also Glückwunsch, dass ihr sowas Tolles dort habt und du Dankeschön. So einen tollen Wein draus machst. Gar keine Frage. Jetzt noch ein Matthias, oder? Genau. So den Klassiker, den doch jeder kennt aus Österreich, den Zweigelt. Ja. Lassen wir den Wein einfach für sich sprechen, würde ich sagen. Wir haben jetzt hier auch wieder 2016 im Glas. Genau. Beim, ja. Blauburger. Auch rote Linie. Und auch wieder 12%. Alles war 12%, genau, ja. Ja, genau. Was ist für dich Zweigelt? Ist also, ich meine, ihr seid jetzt eigentlich ein ausgewiesenes Weißweingebiet, würde ich sagen. Ja. Zweigelt funktioniert dort aber auch sehr gut. Ja, wie gesagt, eher so da, wie wir beim Blauburger auch schon gehabt haben, so eher diese elegantere, erfrischendere Richtung. Und eben gerade 16 war halt eben der kühlere oder regnerischere Herbst, der halt dann die Tannine ein bisschen eleganter auch belassen hat und das man da auch recht schön schmecken kann. Mhm. Und auch in der Nase auch wieder das sehr Erfrischende. Ja, also farblich auch wieder ein kräftiges Rubinrot, würde ich sagen. Jetzt ohne violette Reflexe, der Kern scheint mir auch ein bisschen dichter zu sein. Die Farbintensität ist ein bisschen höher wie beim Blauburger. Und die Nase, ja, also was ich finde, es hat eine deutlich wärmere Charakteristik, würde ich einfach sagen, wie jetzt vielleicht der Blauburger. Ja. Ist auch in der Reife ein bisschen anders. Also ist nicht so dieses ganz Erfrischende wie der Blauburger. Er ist schon eher ein bisschen weiter weg von der Naturrichtung. Er hat auch bei der Abfüllung ein ganz klein wenig Schwefel bekommen. Mhm. Er wirkt auch schon ein bisschen weicher und weiter. Aber die Säurestruktur ist eine ganz andere. Ja. Ein bisschen spitzer. Bisschen zupackender, könnte man vielleicht sagen, ja, der wird vielleicht noch sogar länger auf der Flasche nochmal durchhalten, ja, weil er einfach wahrscheinlich, vielleicht ja, ein bisschen mehr Säure mitbringt. Und er hat auch, so wie bei der Grüne Veltliner, so wieder das Pfeffrige auch ein bisschen. Hm. Hm. Also ich finde da Veltliner und Zweigelt da so doch sehr teilweise Parallelen haben, eben mit dem Pfeffer, das haben beide irgendwie. Mhm. Ja, er hat schon einfach ein paar Ecken und Kanten mehr einfach. Ja, genau, ja. Darum der Blauburger wieder so der österreichische Merlot, der doch ein bisschen der weichere ist. Was wäre das Bordeaux zum Zweigelt? Zweigelt wäre dann halt so Cabernet Franc eher, hätte ich gesagt. Mhm. Ja. Ja, wobei da fehlt ihm schon das Krautige, weil das, der Cabernet Franc ist ja oft so ein bisschen grünlich, grüne Paprika. Genau, das hat er nicht so, ne? Das Aromatische hat er nicht so. Aber Tanninstruktur geht ein bisschen in die Richtung, ja. Ja, aber ein straffes Gerüst einfach. Aber so wirklich für 12 Alkohol, so viel Wein, so viel schönes Tannin. Ja. Ja, das ist ja das, was ich gerade versucht habe zu sagen, dass es für körperreiche, aroma-, geschmacksintensive Weine auch mit einer gewissen warmen Stilistik einfach auch nicht viel Alkohol braucht. Das ist ja das, ne? Und das merkst du am Körper auch, dass die Viskosität auch, das Süßliche, was der Alkohol mitbringt, hat er halt nicht so. Aber und das ist das Schöne, weil der den Trinkfluss schöner erhält. Ja. Also man kann durchaus, ich will nicht sagen, mehr trinken, aber er macht nicht zu. Also du hast immer wieder Lust zum
verkosten. Ja, er macht dich halt nicht platt. Also das, genau, ja. Er keult dich schön, nicht. Schön formuliert. Ja, ja, super Wein auch. Also ich kann es nur auch empfehlen. Ich würde sagen, ich für mich, rein geschmacklich sehr subjektiv, will das jetzt gar nicht qualitativ einschätzen. Für mich war jetzt einfach der Blauburger einfach eine super Entdeckung. Ja, Zweigelt ja. Habe ich natürlich schon viel probiert. Mhm. Auch deutlich schlechtere, gar keine Frage. Ja, ja. Aber der Blauburger, das kommt halt ähnlich wie vielleicht wie bei deinem Bruder. Also wenn es was Außergewöhnliches ist, das spricht mich schon mal grundsätzlich mehr, ja. Was Gewöhnliches im besten Wortsinn. Deswegen war jetzt für mich der Blauburger einfach eine sehr schöne Entdeckung. Aber Zweigelt ist ein österreichischer Klassiker, ja, gar keine Frage. Ich freue mich, dass er dir geschmeckt hat, der Blauburger, weil ich sind wir schon eigentlich stolz drauf und er wird auch ganz gut. Angenommen. Ja, genau. Haben wir denn irgendwas noch vergessen, Matthias, was du noch erwähnt haben wolltest? Nein, ich glaube, wir haben wirklich ausführlich alle. Ich habe relativ am Beginn schon mit meinen Philosophien angefangen. Ja. Dich kann man auch in Nicht-Corona-Zeiten besuchen wahrscheinlich, oder? Genau, ja. Und am besten halt in der Weinbeißerei, wo zwar nicht ich da bin, aber mein Bruder auch da wirklich fast alle Infos auch weitergibt, gerne. Mhm. Wie schaut es da aus, Corona-mäßig? Wie war es letzten Sommer zum Beispiel? Ja, also da war man eben natürlich, der Bruder war unsicher, wie läuft es an, kommen überhaupt Gäste? Aber es war genau das Gegenteil, weil wir ja sehr stark von draußen, also wir haben eine große Terrasse mit schöner Aussicht und da ist ja mehr oder weniger fast Corona-frei. Und da war eben wirklich im vorigen Sommer die Hölle los. Also das, ja. Also ja, ich glaube, die Bilder, die ihr ja auf meiner Homepage oder auch hier in eurem Podcast-Player seht mit der Aussicht, sprechen für sich. Ich denke mal, um auf Nummer sicher zu gehen, meldet man sich einfach vielleicht vorher. Genau, reservieren. Je nach Regelung und Beschränkungen wäre es ja vielleicht auch möglich, einen Besuch abzusprechen nach Terminvereinbarung. Ich weiß es nicht, ob sowas in Österreich angedacht ist. Bei uns ist gerade alles mit Termin nur noch. Ja. Ja. Ob ihr auf sowas Bock habt, keine Ahnung. Am besten, man meldet sich einfach bei euch direkt. Genau, ja. Na, was in Zukunft vielleicht auch ein Thema sein wird, dass wir auch mit Picknick und so das auch anbieten werden. Ah ja. Weil es ja auch schöne Geschichte ist, wenn man dann ein bisschen herumwandert und dann mitten in die Weingärten einfach wo Platz nimmt und sein Picknickkörbel dann auspackt. Ja, absolut. Ja, das erinnert mich immer an meine Ausflüge im Napa Valley, da haben die das natürlich schon ehrlich, wieder... Du warst in Napa Valley in Ausbildung, oder? Nee, ich, wie gesagt, ich arbeite ja eigentlich bei der Lufthansa und war entsprechend häufig in San Francisco. Und wenn ich da war, habe ich mir immer ein Auto gemietet und bin unter anderem häufiger ins Napa Valley gefahren. Und die Weingüter dort sind natürlich, was so Weintourismus und Besuch angeht, natürlich Merchandise-mäßig ganz anders aufgestellt. Und was wirklich sehr viele machen, ist einfach ein Farmstall zu haben, wo man Käse, Brot, alles organic ist, sich seinen Picknickkörbel zusammenkaufen kann und dann quasi im Garten des Weinguts dann mit den Gutsweinen da letzten Endes Picknick macht, was dann einfach total geil ist. Ja, man kann es nicht anders sagen. Ja. Ja. Schöne Sache auf jeden Fall. Gut, lieber Matthias, jetzt haben wir über 2 Stunden voll, wie es meistens ist, wenn man ins Ratschen und Probieren kommt. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich. Nochmal der Vollständigkeit halber gesagt, liebe österreichische Hörer, ihr meldet euch für den Bezug der Weine einfach direkt beim Matthias oder seinem Online-Shop. Und wer in Deutschland zuhört, der meldet sich beim Dirk Ollenbach bei Noctur Rivum. Die beiden Seiten werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken.
Dann bleibt mir nur noch mal aus Abschluss zu sagen, vielen Dank für die leckeren Weine, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir, dass du durch das verrückte 2021 auch sehr gut durchkommst, wie du es letztes Jahr schon bewiesen hast. Dankeschön, das werden wir auch machen und schaffen, ja. So, liebe Hörer, das war's schon wieder. Trotz 42 Stunden knapp ist die Zeit für mich wie im Flug verflogen sozusagen. Ich fand die Weine sehr, sehr lecker. Ich kann es euch nur ans Herz legen, diese selber zu probieren. Für euch, liebe österreichische Hörer, meldet ihr euch, wie gesagt, einfach am besten direkt bei Matthias Hager oder die deutschen Hörer bestellen die Weine am besten bei Dirk Eulenbach und seinem Weinhandel Nocturvinum. Diese beiden Seiten tue ich euch natürlich in den Shownotes noch verlinken. Die nächste Podcast-Episode Nummer 41 wird dann am 17. April, ein Tag vor dem Geburtstag meiner Tochter, auf den Markt kommen sozusagen und dort wird es wieder ein Interview geben. Wer genau, weiß ich noch nicht. Ich habe mehrere Gesprächspartner in der Pipeline, aber auf jeden Fall ein Interview. Und am 8. Mai, der übernächste Folge, dort werden wir uns dann mit österreichischen Rotwein beschäftigen. Dann bleibt mir nur noch zu wünschen, dass euch die Episode gefallen hat. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr eine Rezension oder Bewertung bei iTunes hinterlassen würdet. Das würde mir sehr helfen für die Sichtbarkeit und für das Wachstum unserer Community. Ansonsten nochmal der Hinweis, werdet Mitglied auf meiner Facebook-Gruppe Weinverstehen leicht gemacht. Jeden Dienstag 20.15 Uhr Weinverstehen leicht gemacht auf Clubhouse. Der lockere und informative, kompetente Austausch über Wein mit mir und meinen Gästen. Da wünsche ich euch eine schöne Zeit, übersteht den bevorstehenden Lockdown ganz gut und dann hören wir uns an dieser Stelle wieder spätestens in 3 Wochen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, euer Florian aus München. Ciao, Servus.